Schön, dass du so schräg bist. Das ist schön, dass du so schräg bist.
heißt es. So, liebe Damen und sehr geehrte Herren, liebe Frau Degila und liebe Frau Degilerinnen, ich bin von der Hochschule angehalten, Sie über die Sicherheitsvorkehrungen in diesem Raum zu informieren. Die Notausgänge sind gekennzeichnet, das sehen Sie hinten, dort, hier jedenfalls an der Tür. Und auf dem Platz vor dem Gebäude ist im Notfall der Sammelplatz, dort ebenfalls gekennzeichnet. Ansonsten finden Sie entsprechende Aushänge im Foyer. Nun zu unserer Veranstaltung. Ich bin Walter Wipperfürth und bin Leiter des Arbeitskreises Senioringenieure im VDI Regionalbezirk Rheinbach. Ich freue mich, dass Sie der Einladung des VDI Regionalbezirks und unseres Arbeitskreises Senioringenieure in diesem Vortragsraum der Hochschule Rhein-Main gefolgt sind, um hier an der Podiumsdiskussion über Pro und Contra zur Kernenergie teilzunehmen. Herzlich willkommen. Der Arbeitskreis Senioringenieure im VDI-Bezirk Rheingau vertritt alle Mitglieder im Seniorenalter und ein recht großer Teil dieser Mitglieder trifft sich monatlich teilweise mit Partner und Partnerinnen oder Freunden zu unterschiedlichen Veranstaltungen, Vorträgen, Exkursionen oder auch gesellschaftlichen Veranstaltungen oder auch Podiumsdiskussionen. Daraus wurde auch die Idee einer Podiumsdiskussion über ein aktuelles Thema, in diesem Fall Pro und Contra einer Wiederkehr der Kernkraft zur Energieversorgung. Dies steht diesmal auf dem Programm und die Aktualität dieses Themas speist sich aus dem Ukraine-Krieg und den damit verbundenen Energieproblemen. Vor allem zeigen sich seitdem Teile der Politik offen für eine Wiederkehr der Kernkraft. Wir wollen mit dieser Veranstaltung die Diskussion etwas versachlichen und den Stand der Entwicklung allgemein verständlich kommunizieren. Damit kommen wir zum Ablauf dieser Podiumsdiskussion. Bevor ich Ihnen die Experten auf dem Podium vorstelle, wollte ich eigentlich unseren Vorsitzenden begrüßen, aber der kommt ein bisschen später und lässt sich für den Anfang entschuldigen. Hier nun die Experten der Podiumsdiskussion.
Als Moderator fungiert der Dr. Thomas Walter Tromm. Er ist Programmsprecher Nuklear Entsorgung, Sicherheit und Strahlenforschung, NUSAY, Sicherheitsforschung für Kernreaktoren und Spallschutzmaßnahmen. Er ist wissenschaftlicher Sprecher des KIT-Zentrums für Energie in Karlsruhe und Vorsitzender des Fachausschusses Kraftwerktechnik des Fachbereichs Energie und Umwelt im Kollegium. Als Referenten für Pro-Kernenergie fungiert der Herr Diplom Informatiker Rainer Blute. Er ist Mitglied des Vorstandes von Nuklearia e.V., ein 2013 gegründeter gemeinnütziger eingetragener Verein, der für die zivile Nutzung der Kernenergie wirbt. Sein Sitz ist in Dortmund. Der Verein vertritt den Standpunkt von Kernenergie als sicherer, ressourcenschonender und CO2-armer Energiequelle. Er wirbte dementsprechend für den Weiterbetrieb und den Bau konventioneller Kernkraftwerke und möchte eine entsprechende Änderung des Atomgesetzes erreichen, damit Bau und Betrieb von Kernkraftwerken in Deutschland wieder möglich sind. Als Referenten für das Kontra der Kernenergie fungiert der Herr Diplomphysiker Heinz Smitter. Er ist Diplomphysiker am Institut für Isotopenforschung und Kernphysik der Universität Wien und ist für Greenpeace Deutschland als Nuclear Container tätig. Mit seiner Arbeit zeigt er die Risiken des Betriebs und den Fall von katastrophalen Unfällen von AKWs auf, die Folgen der ungelösten Entsorgung des Atommülls und die wirtschaftlichen Probleme bei der Finanzierung neuer Reaktoren. Greenpeace Deutschland setzt sich für eine gerechte und lebenswerte Welt, Respekt für Mensch, Natur und Umwelt und die Einhaltung der planetaren Grenzen ein. So, ich übergebe jetzt an den Herrn Dr. Tromm. Mit der Moderation zu beginnen. Ja, ganz herzlich willkommen von meiner Seite. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich muss tatsächlich sagen, ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, naja, das Thema Kernenergie reißt jetzt keinen mehr vom Hocker. Die Dinger sind mal abgeschaltet. Also ich freue mich deshalb wirklich, dass also ich empfinde das wirklich als sehr zahlreich, finde ich toll. Und wir haben ja auch eine, finde ich, ganz gute Mischung zwischen Jung und Alt. Ich zähle mich an den Bereich zu den Älteren, aber da sind ja auch deutlich jüngere dabei. Finde ich also wirklich sehr, sehr schön. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass wir diese zwei Stunden, die wir dafür vorgesehen haben, weil das ein bisschen länger wird, das wird auch kein Drama, dass wir das ein bisschen spannend miteinander haben. Deshalb hatten wir uns im Vorfeld so ein bisschen überlegt, ja, was könnte Sie denn interessieren, was brennt uns denn im Moment so auf den Rippen zum Thema Kernenergie. Mir persönlich komme aus der Forschungslandschaft, muss ich ehrlich sagen, gerade das Institut für Technologie, wir gehören zu der Helmholtz-Gemeinschaft. Es gibt noch diese drei Forschungszentren in Deutschland, die eben noch nukleare Sicherheitsforschung von der Entsorgung bis, also von der Liege bis zur Rase sozusagen machen. Und das ist einmal Jülich, die Eltern erinnern sich, das war in der Hochwasserentwicklung Dresden-Rossendorf, damalige DDR, die haben also hauptsächlich um den VfR aus Russland gekümmert. Und wir dazu haben uns um die Leichtbasisreaktoren später dann auch um die sogenannten heutigen innovativen Konzepte, also nahtumgekühlte Schnellreaktoren, Brutreaktoren, Galbraum, das Stichwort für die Eltern unter Ihnen, wir haben uns darum gekümmert. Und natürlich von der Forschung, seit ich selber komme aus dem schweren Schwerfallbereich, meine Promotion bei dieser Core-Catcher, die im EPA jetzt abgewandelt drin ist, abgewandelt deshalb, weil wir ein Patent drauf hatten, mein Chef und ich. So dass man das natürlich für Amazon, wo ich ja diese Patentgebühren sicherlich nicht bezahlen. Und deshalb ist aber so eher, also das ist so mein Bericht, schwere Stille, Knappschätzungszelle, da komme ich her und da denke ich, dass ich mich einigermaßen auskenne. Und wenn wir jetzt aber heute über Kernkraft reden, müssen wir auf der einen Seite feststellen, Europa 25% Stromerzeugung Kernkraft. Deshalb kann man auch so. Der Titel bringt der Wiederkehr der Kernkraft, das wäre ja wenn dann auf Deutschland bezogen, sondern in Europa laufen die Reaktoren. Also das wird, denke ich, sicherlich ein Thema sein, worüber wir mal diskutieren sollten. Wir sind ausgestiegen, damit würde ich vielleicht nachher auch starten, diese 6 Reaktoren oder 5 oder 3, je nachdem, wie man das diskutiert, war das gut, dass wir abgeschaltet haben, war das nicht so gut, wie ist die europäische Situation dazu. Und dann reden ja viele Menschen heute über neuere Entwicklungen, zum einen diese Small Modular Reactors, diese SMRs,
das wird sicherlich noch so ein Punkt sein, wo wir diskutieren könnten und natürlich auch Wechselspiel Laufzeitverlängerung, ich war gerade von Monat in Kanada, da ist sowohl der FMR brandheißes Thema, der wird dort einfach gebaut, zumindest wird in Ontario, dann in Lake Ontario den Grundstein gelegt, aber auch ein riesiges Thema Laufzeitverlängerung, die internationale Schule von der EEA sagt ja, dass Laufzeitverlängerung eigentlich das günstigste ist, was man überhaupt machen kann. Kann man natürlich auch über die Sicherheit diskutieren, wie sicher sind ältere Kernkraftwerke, die man nachgerüstet hat und dementsprechend Laufzeitverlängerungen macht, die zum Beispiel Kanada jetzt noch mal 30 Jahre läuft für die Kango-Reaktoren. Und dann finde ich für mich immer so chronologisch einzuordnen, auch dann innovative, sogenannte innovative Konzepte, also Schnellreaktoren, kann man den Brennstoff deutlich besser ausnutzen als mit den klassischen Leichtwasserreaktoren. Wo wir ja nur natürlich minimale Prozentsätze von dem Brennstoff ausnutzen und dann, wenn man direkt entlagert, wie das in Deutschland vorgesehen ist oder wie Finnland das jetzt macht, gibt es ja viele Leute in der Kernenergiebranche, die sagen, das ist ja wirklich eine Ressourcenverschwendung ohne Ende, wir müssen viel zu viel Mining machen für die Reaktoren, die laufen. Und wir kennen eine Kopfdiskussion, Verdreifachung der Kernenergie in den nächsten Jahrzehnten bis 2050. Darüber sollten wir auch mal kurz ein Wort verlieren, ob das überhaupt gehen würde mit den heutigen Leichtwasserreaktoren, die für Uran überhaupt noch zu explorieren, relativ simpel. Redbook, OECD sagt, 35 Jahre ist auf jeden Fall dann noch genug Uran vorhanden. Aber müsste man da nicht sowieso irgendwann, wenn man das weiter verfolgen will, auf innovative Konzepte, also mit einer deutlich besseren Brennstoffausnutzung kommen? Und damit käme ich dann auch zu unserem sicherlich heißen Thema, darüber beschäftigen wir uns ja sowieso alle, Endlagerung in Deutschland, in Europa, wie sieht das aus? Gerade haben wir gehört von der BGE, dass das sicherlich deutlich länger dauern wird als ursprünglich vorgesehen. 2031 war so eine gewisse Entscheidung, 2050 dann ein Konzept oder ein Einlagerungskonzept oder auch mit, natürlich mit dem Tiefforum. Und das verschiebt sich jetzt nach 2080. Die einen sagen, das ist doch prima, dann haben wir viel mehr Zeit, über neue alternative Endlagerungskonzepte nachzudenken. Die anderen sagen, das verzögert sich immer weiter. Wir kommen da nie zu gucken. Also das sind so die Sachen, die ich auch gerne mit Ihnen ein und Ihnen allen diskutieren würde. Und ganz am Schluss hätte ich auch für mich selber noch ein hochinteressantes Thema. Wenn wir in Deutschland aus der Kernenergie ausgestiegen sind und dieses Thema treibt uns in der Erinnerungsgemeinschaft wirklich um, wie viel Kernreaktorsicherheitsforschung will ich mir überhaupt in Deutschland erhalten? Kann ich nicht lieber diese Energie der Wissenschaftler, der Ingenieure und so in die Erneuerbaren stopfen, um das dann wirklich voranzutreiben? Mein ehemaliger Präsident hat immer zu mir gesagt, oh, das ist ja alles schön und gut, ich will auch gar nicht gegen Kernenergie, aber jetzt haben wir uns halt nun mal entschieden, sollen dann nicht die Franzosen und Tschechen und Finnen und wie sie alle heißen, Kernenergie weiter vorantreiben und hier treiben die Erneuerbaren. Und in Europa wird das dann zu einem guten Ganzen zusammengemixt. Wir brauchen sowieso den Energie. Diese Meinung kann man ja haben. Man kann aber auch, das BNBF und viele andere sagen eben zur Zeit, also wenn unsere so Kernkraftwerke laufen, sollten wir in Deutschland als zentraler Staat schon auch eine gewisse Kompetenz und Kompetenzentwicklung mit den europäischen weltweiten Partnern haben, um auch in der Reaktorsicherheitsforschung, wenn man das sagt, so schön sprechfähig zu bleiben oder das Mix den Kolleginnen und Kollegen in Europa weiterzuentwickeln. Also das ist tatsächlich eine Frage, wo ich selber eine Meinung zu habe, aber wo ich am KIT schon 500 Meinungen dazu kenne. Und in der Helmholtz-Gemeinschaft wahrscheinlich mehrere tausend. Also das würde ich gerne mit Ihnen auch mal so ein bisschen dann vielleicht am Schluss ansprechen. Also das wäre so mein Grobbogen, den ich gerne spannen würde. Kosten kann man bestimmt auch noch diskutieren zu den Regenerativen, aber da gibt es ja auch von links nach rechts jede Meinung zu. Also das ist, glaube ich, beliebig schwierig, weiß ich nicht, ob man sich damit beschäftigen sollte. Ist ja gerade gestern eine neue Studie von Norwegen herausgekommen, wo er sagt, in Deutschland wäre viel weniger, kann man sagen, die Kernkraftwerke laufen lassen, aber am KIT kenne ich den zwei Jahre, der Sprecher des Energy System Designs Programms ist, also der sich nur um Netze und wie passt alles zusammen bei den Erneuerbaren, der sagt manchmal zu mir, oh, Alter, wenn wir doch nur HSMR hätten in Deutschland an den Knotenpunkten,
Wir haben es ja schon viel geholfen, da würden wir ja zig Milliarden sparen, so kostet es mindestens, naja, eine Milliarde, wird offiziell gesagt. VGB-Vertreter, den ich kenne, sagt, das ist mindestens eine Billion, die wir da reinstecken müssen, bis das Gesamtsystem funktioniert. Also das ist aber eigentlich eine Frage, die genügend schwierig ist und die wir heute in dem Rahmen wahrscheinlich nicht erschöpfend beantworten können. Das wäre so mein einleitender, grober Rahmen. Da würde ich jetzt einfach sagen, dass wir fangen mit, wer ist in Alphabet-Form? Sie sind in Alphabet-Form. Fangen wir mit Ihnen an. Ist das okay? Sehr gerne. Und dann setzen wir die Antworten. Ne? Dann würden wir uns zu Beginn diesen Vortrag anhören und dann den ganzen Mittag anhören mit seinem Kurzvortrag. Und dann würde ich so ein bisschen mal mit der Diskussion starten. Würde ich aber tatsächlich bitten, dass Sie auch, wenn bei irgendeinem Thema für Sie Frage aufkommt, melden, dann gehen wir hin. Ja? Und dann hoffe ich, dass wir zwei spannende Stunden miteinander verbringen können. Dann anschauen. Ja, danke schön für die Einladung und für die einleitenden Worte, Herr Dr. Tom. Und ich starte dann mit meinem Vortrag, der steht ja jetzt hier schon die ganze Weile auf der Leinwand. Titel Kernenergie, ja bitte, das ist kein sonderlich origineller Titel. Origineller ist vielleicht der Untertitel, warum Deutschland wieder Kernkraftwerke bauen wird. Also für mich ist das keine Frage, sondern das wird passieren. Und ich, ja, kurz zur Nuklearia. Ich bin Gründer und Vorsitzender des Nuklearia e.V. Herr Dr. Pieperfürth hat vorhin schon einige Worte gesagt. Ich möchte nur hier jetzt nur den obersten Punkt nochmal betonen, Umweltschutz durch Kernenergie. Das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Wir sehen in der Kernenergie wirklich die umweltfreundlichste, umweltverträglichste Methode, um Strom zu generieren, genügend Strom für unsere Industriegesellschaft. Also das Beste, auch von der Umwelt her, das Beste Kosten-Nutzen-Verhältnis. Hat vielleicht auch noch nicht jeder mitbekommen, wir haben einen Antrag gestellt beim Umweltbundesamt auf Anerkennung als Umweltvereinigung. Das hat das Umweltbundesamt natürlich abgelehnt, keine Überraschung für uns. Und im Moment läuft unsere Klage vor dem Verwaltungsgericht Leipzig, um diese Anerkennung durchzusetzen. Und ich denke, wir haben da auch sehr gute Chancen. Okay, ja. Und meine These ist, wir werden wieder Kernkraftwerke bauen, weil wir gar keine andere Wahl haben. An dieser Stelle könnte ich jetzt eigentlich meinen Vortrag beenden, aber vielleicht wollt ihr noch ein bisschen mehr hören. Und ich will das kurz und kurz. Ich werde wegen der verfügbaren Zeit nicht in die Tiefe gehen können, also sehen Sie mir das nach, aber ein paar Schlaglichter. Zunächst müssen wir ja mal schauen, welche Energieoptionen haben wir denn überhaupt? Also womit, mit welchen Verfahren können wir Strom erzeugen und was sind dabei unsere Ziele? Wir machen Energieerzeugung ja nicht zum Spaß, sondern wir wollen damit etwas erreichen. Und dieses Energiedreieck kennt von Ihnen sicherlich auch der eine oder die andere. Drei Ziele gibt es bei der Energieversorgung. Das eine ist Versorgungssicherheit, dass wir zuverlässig jederzeit den Strom haben, den wir brauchen. Der Strom soll, Ziel 2, umweltverträglich produziert werden, möglichst umweltverträglich. Natürlich ist jedes Verfahren, egal ob es die Kernenergie ist oder erneuerbare, Kohle sowieso, ist mit Beeinträchtigungen der Umwelt verbunden. Aber wir wollen schauen, dass das möglichst wenig ist. Naja, und als drittes Ziel haben wir die Wirtschaftlichkeit stehen. Strom muss für alle verfügbar und bezahlbar sein. Und die Wirtschaft darf nicht durch zu hohe Energiepreise beeinträchtigt werden. Darüber klagt die Wirtschaft ja im Moment, dass das nicht gegeben ist, das wissen wir. Okay, wenn wir jetzt mal vergleichen, wie sieht es denn bei diesen Zielen aus mit den verschiedenen Stromerzeugern? Wenn wir hier, also ich habe hier mal die wichtigsten Stromerzeuger zusammengestellt und in der Spalte ganz links sehen wir die Versorgungssicherheit. Und da sehen wir, ja, die wird gegeben durch Kohle und Erdgas, das kennen wir traditionell, das ist keine Frage.
auf die Kernenergie kann Versorgungssicherheit bieten. Das wissen wir auch aus der Vergangenheit, als die Kernkraftwerke noch liefen. Die erneuerbaren Energien, Solar und Wind, können das allerdings nicht. Das liegt auf der Hand, wenn die Sonne nicht scheint, gibt es keinen Solarstrom, wenn der Wind nicht weht, gibt es keinen Windstrom, darum keine Versorgungssicherheit durch erneuerbare Energien. Nun kann man die EE natürlich mit Speicher kombinieren und dann lässt sich theoretisch schon Versorgungssicherheit herstellen. Ich habe hier aber trotzdem kein Häkchen hingesetzt, sondern so einen Nachdenksmiley, weil das ja doch mit einigen Anforderungen verbunden ist. Insbesondere muss man diese Speicher haben. Und es gibt ja verschiedene Studien und die Anforderungen an eine saisonale Speicherung der Stromüberschüsse vom Sommer in den Winter, die Speicherkapazitäten sind derart gewaltig, dass das praktisch nicht herstellbar ist. Also ich sage dann immer gerne, Leute, wenn ihr mir die Lösung erneuerbare Energie durch Speicher verkaufen wollt, sagt mir doch bitte Bescheid, wenn die erste Terawattstunde Speicher irgendwo realisiert ist, ob zentral oder dezentral, also ein großer Speicher oder viele kleine, ist mir völlig egal, sagt mir dann Bescheid und dann reden wir weiter. Wasserkraft ist ähnlich, natürlich ist Wasserkraft liefert einen konstanten Output, konstante Leistung, aber Wasserkraft in Deutschland ist viel zu wenig. Also wir haben etwa 5% Wasserkraftanteil in unserem Strommix. Das ist auch nicht wesentlich ausbaufähig. Das heißt, Wasserkraft ist gut, kann ihren Beitrag leisten, genau wie die volatilen Erneuerbaren, aber Wasserkraft reicht nicht aus. Biomasse genauso, wenn wir in Deutschland komplett aus Biomasse versorgen wollten, bräuchten wir eine Anbaufläche für die Energiepflanzen, die weit über unser Stadtgebiet hinausreicht. Das ist also auch, die Biomasse kann also auch nur einen gewissen Anteil liefern. Wasserstoff ist ja der neue Hype, aber wo ist er denn, der Wasserstoff? Ja, die Bundesregierung versucht, Wasserstoffimporte zu kontrahieren, aber die Mengen sind doch eher sehr überschaubar. Okay, nächste Spalte, Umweltverträglichkeit. Da sind wir uns sicherlich einig, dass Kohle und Erdgas nicht umweltverträglich sind. Bei Biomasse kann man Fragezeichen machen, also da ist ja die Theorie, das wenn ich heute Biomasse, also Holz zum Beispiel, verbrenne, dann setze ich zwar CO2 frei, aber das wird ja später, wenn die Bäume nachwachsen, wird das ja wieder der Atmosphäre entzogen, also Nullsummenspiel. Da würde ich sagen, ja, aber wir müssen doch heute, gerade heute, CO2 einsparen, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen. Wenn wir das geschafft haben, dann können wir vielleicht später mal überlegen, ob wir zusätzliches CO2 freisetzen wollen oder auch nicht. Gut, die übrigen Energiequellen, die erneuerbare Kernenergie, Wasserstoff und so, die sind von der Umweltverträglichkeit her gut, keine wesentlichen CO2-Emissionen. Das Thema Wirtschaftlichkeit will ich jetzt gar nicht so sehr vertiefen, höchstens auf den Punkt hinweisen, dass Erneuerbare mit Speichern da ziemlich nachlassen und auch der Wasserstoff ist von der Wirtschaftlichkeit her eine ziemlich üble Geschichte. Aber okay. In Anbetracht der Zeit, jetzt nur einige Schlaglichter, zunächst zur Versorgungssicherheit. Ich habe immer mitgebracht, die Farben sind, da sind sie gut, auf der Leinwand. Das ist unsere Energieproduktion aus CO2-freien oder CO2-armen erneuerbaren Energien im letzten Monat, im August. Und man sieht ganz oben die schwarze Linie, das ist die Lastkurve, das ist der Strombedarf. Und wir können hier sehen, anhand der farbigen Flächen, wie gut oder weniger gut die erneuerbaren Energien diese Anforderungen gedeckt haben. Hier ganz unten, das ist die Wasserkraft. Man sieht, die leistet einen konstanten Beitrag. Und alles, was darüber hinausgeht, das ist mal da und mal nicht da. Also gerade bei Solar ist das sehr deutlich. Tagsüber scheint die Sonne, dann haben wir eine Menge Solarstrom, aber in der Nacht fast nichts. Und
wenn man uns hier diese Tage hier angucken, Mitte August, da liefern die erneuerbaren Energien fast nichts zur Stromversorgung von Deutschland. Und man sieht, man kann sich jetzt auch denken, Energiewende-Befürworter sprechen immer gerne davon, von den Anteilen der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung. Vor 50%, 60%, das sind immer mehr. Aber was nicht gesehen wird oder was nicht thematisiert wird, sind diese Verläufe hier, diese tiefen Täler, die praktisch nicht aufzufüllen sind mit erneuerbaren Energien. Ja, aber wir wissen das, im August gab es keine größeren Stromausfälle, die Lichter blieben an. Wie kommt das? Das zeige ich jetzt mal auf der nächsten Folie. So, jetzt habe ich hier alle übrigen Energiequellen auch noch ergänzt. Da ist jetzt Erdgas dabei, Steinkohle, Braunkohle und diese violette Fläche ganz unten, das sind Stromimporte aus unseren Nachbarländern. Also fast den ganzen August über haben wir konstant Strom importiert und nur an einige Tage, wenn es besonders viel Sonne gab und kombiniert mit Wind, dann hatten wir Stromüberschüsse und haben das ins Ausland verkauft, um nicht zu sagen verramschen. So, also, Versorgungssicherheit lässt sich mit EE nicht herstellen, mit unserem jetzigen Energiesystem. Wie sieht es denn mit der Wirtschaftlichkeit aus? Auch da nur zwei Schlaglichter. Das ging die Tage durch die Medien, diese Grafik, vielleicht haben Sie die gesehen. Die zeigt grafisch die Entwicklung der Netzkosten, der Netzentgelte in Deutschland. Und wir sehen hier 2015, das sind mehr oder weniger blau-violette Farben, die man hier über Deutschland sieht, da lagen die Netzentgelte hier in dem unteren Bereich, 7 Cent bis 9 Cent. Und heute, beziehungsweise im letzten Jahr 2023, sind die Netzentgelte gestiegen. Und das liegt an dem Ausbau der erneuerbaren Energie. Das Problem bei den Erneuerbaren, bei den volatilen Erneuerbaren ist, dass zwar die Stromerzeugung selbst sehr preiswert ist, also wenn ich mir ein Solarmodul aufs Dach schraube, dann ist das relativ preiswert, aber das Netz, das Stromnetz, das diese schwankenden Einspeisungen verkraften muss, dass die Anforderungen an das Stromnetz werden immer größer und es braucht immer mehr Investitionen, immer mehr technische Maßnahmen, um diese schwankenden Einspeisungen abfedern zu können. Und deswegen, das schlägt sich dann in den Netzentgelten nieder und deswegen sind die Erneuerbaren nicht so wirtschaftlich, wie uns gern weisgemacht wird. Ja, diese Studie hier von Jan Emlensburg aus Norwegen hat der Dr. Tromp vorhin schon angesprochen. Die ist schon seit ein paar Wochen raus. Gestern hat die Welt sich dieses Themas angenommen. Und ich habe da die Schlagzeile hier nochmal schnell in die Grafik eingebettet. Was Emlensburg gemacht hat, er hat verglichen, welche Kosten hat denn die Energiewende in Deutschland bisher verursacht. Das sehen wir hier ganz links. Wie wäre es denn gewesen, wenn Deutschland die Kernkraftwerke auf dem Stand von 2002 belassen hätte, das ist dann hier diese Grafik, und bei einem weiteren Ausbau der Kernenergie wären die Kosten ja praktisch halbiert. Und was Emlensburg auch sagt, und was ich hier nicht herangestellt ist in dieser Grafik, die CO2-Emissionen, die sind nur marginal zurückgekommen in Deutschland. Hätte Deutschland weiterhin auf Kernenergie gesetzt, die Kernenergie ausgebaut, dann könnten wir heute CO2-neutral sein und die Klimaziele locker erreichen. So wird das wahrscheinlich scheitern. Gut, also, Versorgungssicherheit bringt unser jetziges Energiesystem nicht, also nur mit Erneuerbaren jedenfalls. Die Kosten laufen aus dem Ruder. Wie sieht es denn mit der Umweltverträglichkeit aus? Haben wir wenigstens was für die Umwelt getan? Und wenn man sich diese Darstellung anschaut von Our World in Data, dann sieht man, Solar und Wind
Und Wasserkraft ist zusammen mit der Kernenergie von den CO2-Emissionen her, hier auf der rechten Seite sind die CO2-Emissionen, ziemlich weit unten, ziemlich gut. Dann müssen doch die CO2-Emissionen von Deutschland im unteren Bereich liegen, oder? Wir setzen ja so viel Wind und Solar ein. Aber wir haben ja vorhin schon gesehen, die Lücken müssen aufgefüllt werden. Und die Lücken werden unter anderem mit Kohle und Erdgas aufgefüllt. Und deswegen sind die CO2-Emissionen nicht unten, sondern oben. Diese Grafik hier zeigt die CO2-Emissionen Deutschlands nach oben. Für jeden Tag gibt es da einen Punkt und die Grafik springt da wild hin und her. Das liegt daran, dass an einigen Tagen haben wir hohe Einspeisung von erneuerbaren Energien, an anderen Tagen weniger. Wenn die Erneuerbaren viel liefern, sind die CO2-Emissionen relativ weit unten, ansonsten halt oben. Also das schwankt dann sehr stark. Hier unten, die gelbe Kurve, das ist Frankreich. Das ist Frankreich mit seinen Kernkraftwerken. Und irgendwie scheint Frankreich das besser hinzukriegen. Denn selbst am schlechtesten, also CO2-mäßig schlechtesten Tag in Frankreich, sind die CO2-Emissionen immer noch niedriger als am besten Tag in Deutschland. Also für die Umwelt aber auch nichts getan. So, jetzt einige Eigenschaften der Kernenergie, das also nur ganz kurz, das wird man vielleicht auch in der Diskussion noch vertiefen. Das stelle ich jetzt hier einfach mal in den Raum. Kernenergie emittiert praktisch kein CO2 oder andere Schadstoffe, hatte ich eben schon angedeutet. Kernenergie kommt mit extrem wenig Platz aus. Ganz entscheidender Faktor für den Umweltschutz. Kernenergie ist eine der sichersten Formen der Stromerzeugung. Sie ist zuverlässig. Anders als viele glauben, sie ist die lastfolgefähig, kann sich also schwankenden Strombedarf anpassen. Sie ist auch preiswert. Teuer sind die Kernkraftwerke. Die sind richtig, richtig teuer. Aber wenn die mal stehen und laufen, dann produzieren die sehr billigen Strom. Und umso unverständlicher und verrückter ist es, dass Deutschland total gut funktionierende Kernkraftwerke abschaltet und stillt. Das ist einfach nicht zu fassen. So viel Blödheit. Okay, Kernenergie ist nachhaltig. Da kommen wir sicher in der Diskussion dann auch noch drauf herkommen. Wir haben das ja angedeutet. Kernenergie macht unabhängig, zum Beispiel von russischem Erdgas. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, den viele Länder jetzt erkannt haben. Kernenergie sichert unsere Versorgung, macht uns unabhängig von Regimen, von denen wir nicht abhängig sein wollen. Und nicht zum Schluss, ganz zum Schluss, Kernenergie kann auch mehr als Strom. Nun sagen die Atomkraftgegner natürlich, aber der Atommüll, aber die Kosten, die Bauzeiten, die Sicherheit, die Strahlung, das sind vermutlich auch Stichworte gleich für die Diskussion. Ich sage, wir sollten die Chancen und die Risiken abwägen. Die positiven Eigenschaften der Kernenergie vergleichen mit den negativen Eigenschaften der Kernenergie. Und natürlich auch die Vor- und Nachteile der anderen Energieträger. Das sollten wir alles miteinander in einem großen Dings abwägen. Und zwar nüchtern, sachlich und emotionsfrei. Nicht mit diffusen Ängsten und Bauchgefühlen. Das führt uns nicht weiter. Wir brauchen Zahlen, Daten, Fakten und aufgrund dieser Zahlen, Daten und Fakten sollten wir unsere Entscheidung treffen. Das wurde für die Energiewende nie gemacht. Die kommt aus dem Bauch heraus, aus dem grünen Bauch heraus. Und die Folgen sehen wir, ich habe einiges davon kurz dargestellt. Was fordern wir? Was fordert die Nuklearia? Wir wollen gleiche, faire und technikneutrale Bedingungen für alle Stromerzeuger. Also wir wollen nicht, dass es Regelungen gibt, nur für Solar, nur für Wind, nur für Kernkraft, nur für Kohle, sondern alle Stromerzeuger sollen sich den gleichen und technikneutralen Bedingungen unterwerfen und fair müssen diese Bedingungen auch sein, um keinen Energieerzeuger auf unfaire Weise rauszubringen. Die Umweltverträglichkeit muss dabei ganz vorne stehen.
Tja, tut sie nicht, ne? Ganz vorne steht die Versorgungssicherheit. Immer. Das ist so. Und deswegen laufen in Deutschland ja auch Kohlekraftwerke, weil sonst die Versorgungssicherheit nicht gegeben wäre. Umweltschutz, hin oder her, der Umweltschutz ist ja de facto zweitrangig. Und da können sich die Grünen noch so sehr als Umweltpartei gerieren, wie sie wollen. Die Fakten sprechen einfach eine andere Sprache. Okay, und wenn wir ein Stromsystem haben, mit solchen fairen, gleichen und technikneutralen Bedingungen für alle, dann denke ich, wird der Wettbewerb schon zeigen, welche Stromerzeuger die Nase vorne haben und welche nicht. Ein Punkt gehört aber noch dazu, der Staat muss die Versorgungssicherheit garantieren. Er muss dafür sorgen, dass immer ein Mindestmaß an Versorgungssicherheit, an gesicherter Leistung gegeben ist. Sonst kriegen wir sowas wie Texas, das im Februar 2021 erlebt hat, dass nämlich ein riesen Blackout da war, weil viele Stromerzeuger nicht liefern konnten. Das waren nicht nur die Erneuerbaren. Das kann man zum Beispiel durch einen Kapazitätsmarkt hinbekommen, wo langfristig zuverlässige Energie kontrahiert wird. Ich denke, auf wirtschaftliche Weise ist das im Moment einfach möglich. Wenn der Staat es ernst meint, mit der Technologie Offenheit, mit der Technologie Neutralität, alle reden ja davon, dann sollte er das Atomverbot aufheben. Das ist der erste Schritt. Er sollte den Rückbau der bisherigen Kernkraftwerke stoppen. Mit jedem Tag weiteren Rückbau werden Werte vernichtet, die sind schon widerbringlich, fast ja nicht unwiderbringlich sind. Ach, sie sind widerbringlich, natürlich, aber das kostet Geld, das kostet Zeit. So, und eine solche Politik und ein Strommarktdesign haben, dann bin ich überzeugt, regelt der Markt den Rest und sorgt dafür, dass die Kernkraft wiederkommt. Dieses Bild haben wir vor einigen Wochen am Kernkraftwerk Grafenrheinfeld gemacht. Vor der Sprengung der Kühltürme haben wir hier Projektionen auf die Kühltürme gemacht. Und dieses Bild haben wir auch als Postkarte da. Liegt hier an verschiedenen Stellen. Können Sie sich gerne mitnehmen. Und damit bin ich durch. Und danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Und zwar, ob wir haben ja noch Kernkraftwerke, wir können die ja wieder anmachen. Und was nicht so ganz einfach ist. Das sagen Sie. Nein, das sagen auch die Betreiber, ja, dass es nicht so einfach ist. Und das sagen Sie. Ja. Aber wer hat das gesagt? Ja, die Betreiber haben doch gesagt, sie wollen es auch nicht mehr. Warum erstmal Betreiber? Also wenn dieser Tierkopfbetrieb mal gelaufen ist, dann ist es wirklich teuer und unschön, dass wir das machen. Aber billiger als Neustrom. Ich glaube, Erfahrungen aus den USA. Also Palisades wurde ja auch zurückgeholt und ist vor 3 Jahren abgeschaltet worden. Und der Rückbau hat begonnen. Also ein neues kostet 10 bis 15 Milliarden, das sind wir uns einig. Ja. Ach so. Emirates, Südkorea, ja, aber gut. Sie dürfen keine europäischen Kernkraftwerke kaufen. Das dürfen Sie nicht machen. Aber wenn Sie südkoreanische kaufen, kosten die 6 Milliarden. Wenn man sie in den Emiraten baut, ja. Aber freut mich, dass ich Sie davon überzeugen muss, dass Kernkraftwerke teuer sind. Ja, vielen Dank für das Warten. Danke für die Zwischenfragen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, was wir sehen, ist der Reaktor
Block 3 von Fukushima Daiichi. Und ich frage, was hat diesen Reaktor so zerstört? War es das Erdbeben? Nein, nach dem Erdbeben hat es geheißen, Reaktoren richtig abgeschaltet. War es der Tsunami? Der hat das Basement überflutet und die Stromversorgung gekillt. Aber er hat nicht den Reaktor zerstört. Wenn die Stromversorgung ausfällt, überhitzt sich ein Reaktor, erzeugt Wasserstoff, praktisch seinen eigenen Sprengstoff. Und es sind alle Reaktoren, die in dem Standort im Leistungsbetrieb waren, explodiert. So, wie sieht es aus? Das heißt, es ist nicht die Frage, ob es starke Erdbeben oder Tsunami in Deutschland gibt. Es ist die Frage, gibt es auch einen Station Blackout? Kann auch in Deutschland der Strom ausgehen? Das ist die Frage. So, geht es jetzt hier weiter. Die Sorgen dafür, Dabei hat Japan noch Glück gehabt. Was Sie ganz links sehen, sind die tatsächlichen Kontaminationen. Und rechts sehen Sie das, was passiert wäre, wenn sich sozusagen auch das Brennelement in Lagerbecken trocken gelaufen hätte am 19. März 2011. Das sind die Ausbreitungsrechnungen. Es wäre der Untergang Japans gewesen. Das ist nicht eine Aussage von einem Atomkraftkritiker, sondern das sagte der amtierende Premierminister von Japan, dem drittgrößten Industrieland der Welt damals. Der sagt, bei dem Anzahlverlauf hätte die Hauptstadtgebiet mit 50 Millionen Menschen evakuiert werden müssen. Das wäre der Fall Japans gewesen. Und wenn eine einzige Anlage eine derartige Katastrophe auslösen kann, dann hat es eine gewisse Attraktivität für Terroristen. Und heute haben wir auch den 11. September. Am 11. September 2001, die gezielten Flugzeugabstürze in den USA sind bekannt. Das hatte sehr viel Unruhe geschaffen in der atomaren Sicherheit. Die Regierung hatte das Luftsicherheitsgesetz geändert. Es sollten auch die Streitkräfte Verkehrsmaschinen mit unschuldigen Personen abschießen können, nur um einen noch größeren Schaden abzuwenden. Das hatte das Bundesverfassungsgericht mit dem Urteil am 15.02.2006 für nichtig erklärt, weil es nicht grundgesetzkonform ist. Übrig geblieben ist eine Vernebelung der Anlage, um sozusagen Flugzeuge zu täuschen, aber die Kühltürme, der Strom ist nicht drinnen, das heißt, das ist keine relevante Lösung. Dann gibt es auch panzerbrechende Waffen, übrigens das Oberverwaltungsgericht Schleswig mit Bestätigung vom Bundesverwaltungsgerichtshof hat Brunsbüttel die Genehmigung gezogen im Zwischenlager, weil zu wenig auf die terroristischen Gefahren sozusagen dargelegt worden sind. Dann gibt es noch die Problematik der Innentäter. Ich erinnere an die große Sabotage der Dampfturbine in Doel 4, die bis heute nicht aufgeklärt werden konnte, obwohl sozusagen mehrere Innentäter daran beteiligt gewesen sein müssen. Und natürlich auch Nuklearanlagen in bewaffneten Konflikten, schon in Krško. 1991 sind serbische Panzer gegen das Atomkraft gegangen. Der slowenische Unabhängigkeitskrieg war nur 10 Tage. Das ist gar nicht so knapp geworden, aber in der Ukraine, das erkennen Sie. Greenpeace hatte Studien verfasst, dass eben schwere Reaktorunfälle wesentlich häufiger sind oder wesentlich wahrscheinlicher sind als bisher angenommen. Die oft sehr niedrigen Zahlen, die probabilistische Sicherheitsanalysen sozusagen erarbeiten, das sind wichtige Tools, aber es ist keine Aussage über die tatsächliche Unfallwahrscheinlichkeit, weil die unvollständig ist. Na, dann haben wir natürlich auch noch den Atommüll, ein bisschen hochgerutscht, und dort, wenn es keine Lösung gibt. Und so kommt es dann eben zu dem Abschlussbericht der Ethikkommission für eine sichere Energieversorgung mit einem breiten Band von Experten auch. Energieversorger waren auch geladen, die eben sagen, ein Aufstieg wird empfohlen, weil es einfach risikoärmere Möglichkeiten der Stromerzeugung gibt. Und ein Punkt, auf den ich hinweisen will, nur auf der Basis einer eindeutigen zeitlichen Zielsetzung können die notwendigen Planungs- und Investitionsentscheidungen getroffen werden. Also heute kann niemand sagen, der Atomaufstieg sei überraschend gekommen oder voreilig oder beschleunigt. Das ist wirklich eine große Planungssicherheit gewesen. Greenpeace hat dann untersucht, wie war denn der Streckbetrieb. Der Streckbetrieb 2023, Energis hat ein ausgebügeltes Modell von dem Netz und kann tatsächlich
modellhaft die Kraftwerke reinrechnen und rausziehen und sieht wirklich, wo welche Netzüberlastungen, welche Kraftwerke zusätzlich geschaltet werden müssen. Es zeigt sich, dass ja, stimmt, Gas- und Kohlekraftwerke mussten dadurch etwas weniger laufen mit den zusätzlichen Atomkraftwerken, aber der Gasverbrauch sinkt nur um 0,3%. Wenn man denkt, Zimmertemperatur 1 Grad runter, macht 6% Gas. Also es gibt hier sicherlich andere Möglichkeiten, die 0,3% einzusparen. Genauso bei CO2-Emissionen, ja, die sinken etwas, 0,2%. Auch der Strompreis hat sozusagen eine geringe Wirkung gehabt. Wichtig ist, dass die Stromversorgung jederzeit notwendig, jederzeit gewährleistet gewesen wäre. Das kann man viertelstundenmäßig richtig durchrechnen. Und hätten die Reaktoren länger laufen sollen? Nein, das geht ja gar nicht. Das war der Kernbrennstoff abgebrannt. Die Leistungen sind zum Teil auf 65% schon runtergekommen. Das heißt, selbst bei einem nicht gesetzten Abschaltdatum 15. April werden die Reaktoren nach wenigen Wochen ausgelesen. Wie schaut es aus nach einem Jahr Atomausstieg? Hier haben wir gesehen, es haben die Erneuerbaren sehr zugewonnen. Die Braunkohle, Steinkohle sind dramatisch weniger gewesen in diesem Jahr, also ganz anders wie im Prinzip erstmal die Verlautbarungen waren. Das kommt natürlich auch daher, dass davor sozusagen besonders viel Kohle war wegen dem Ukraine-Konflikt, aber man sieht, Atomkraft hat ja sehr wenig Rolle gespielt. Die CO2-Emissionen gingen ein Jahr nach dem Atomausstieg deutlich runter, der Strompreis fast wieder auf das Niveau von vor dem Angriffskrieg. Und es sind die Importe gestiegen, ja, das ist richtig, aber das zeigt eigentlich nur, dass der europäische Stromhandel funktioniert. Weil es wäre immer ausreichend Kapazität da gewesen, es auch selber zu erzeugen. Aber warum soll man das machen, wenn man es günstiger kaufen kann? Der Neustart der abgeschalteten AKWs halte ich wirklich für sehr unrealistisch. Wir haben keinen Brennstoff. Es gibt keine Rechtsgrundlage, diesen Brennstoff zu besorgen. Es gibt kein Personal. Die periodische Sicherheitsüberprüfungen wurden nicht durchgeführt. Die Reaktoren entsprechen auch nicht den neuen Anforderungen der WENRA, das sind die Westeuropäischen Nuclear Regulator Association, also die Vereinigten Atomaufsichten von Europa. Und hier spielen sozusagen Neuerungen, Kleinschmelze auf die Anlage begrenzen, Core Catcher, hier haben sie ganz wichtige Arbeit geleistet, das ist sehr gut. Die sind halt in den alten Reaktoren nicht drinnen und daher entsprechen sie nicht den Anforderungen. Es gibt auch keine politische Mehrheit, weil FDP und Union haben sich aus dem Thema zurückgezogen. Der Football ist in vollem Gange, die Betreiber haben hier auch abgewunken. Ich habe hier noch ein Zitat, dass sozusagen auch sozusagen der Reaktor dieser 2 wirklich in voller Kraft im Rückbau ist und kein Interesse besteht, das zu ändern. Wie schaut es aus mit dem Neubau von AKWs? So wie in den 80er Jahren, hört man mal, das hat man ja damals gemacht, das könnte man ja wieder lernen, ist auch sehr unrealistisch und zwar deswegen, weil damals gab es keine erneuerbaren Energien. Und wer hat die Nase vorne, das war ja so ein Satz, im Vergleich, Bloomberg hat jetzt Zahlen ausgegeben, rechnen mit etwa knapp 600 Gigawatt zusätzlicher erneuerbarer Energie auf der Welt, weltweit. Und der Zubau für AKWs, habe ich so überschlagen, sind 4 Gigawatt, wenn man planen will, im Prinzip auch noch ganz. Ich habe die Daten von der Atomenergieorganisation, 4 kommen dazu, 2 und weg, sind dann 2 Gigawatt und dann nochmal ungefähr 2 Gigawatt. Und die Steigerungen werden jedes Jahr noch mehr werden. Also Bloomberg rechnet durchaus mit an die 100 Gigawatt pro Jahr an erneuerbare Energie jedes Jahr dazu. Also man sieht, Atomkraft wird hier einfach an Bedeutung verlieren, weil es von der riesigen Welle der Erneuerbaren völlig überrollt wird. Ist nicht Deutschland, ist die Welt. Wie schaut es aus in Ländern, die immer eine durchgängige Unterstützung der Atomkraft hat, wie zum Beispiel England. England ist ein Atomwaffenstaat, hat Atom-U-Boote, Wiederaufarbeitungsanlage, viele Reaktoren entwickelt. Trotzdem haben die einen massiven Rückgang der Atomenergie. Sie haben allein seit 2000 26 Reaktoren stillgelegt. Hier daneben ist die Liste aufgeführt. Der Premierminister Tony Blair hatte den Bau von 10 Reaktoren versprochen im Jahr 2005. Von denen ist eigentlich nur jetzt Hinkley Point ja, als Baustelle da, das heißt, wenn ein Betrieb sagt, wir brauchen Strom,
der Kick sagen, auch von der Aussage des Premierministers, sozusagen nichts geliefert, weil einfach Atomkraft viel zu langsam ist. Der alternde Kraftwerkspark in England ist auch nicht mehr sozusagen versorgungssicher. 6 von 9 Reaktoren mussten im Januar, also im Winter, sind hier ausgefallen. Und was das Rückgrat der Energieversorgung, der Stromversorgung in England ist, das sind jetzt die erneuerbaren Energien. Wie schaut es in Frankreich aus? Frankreich ähnlich, ein Atomwaffenstaat, Atomquote, Wiederaufarbeitungsanlage, sehr viele Reaktoren. Auch dort geht der Atomstromanteil zurück. Nicolas Sarkozy hatte den Bau von einigen EPRs versprochen, 6 wurde oft genannt. Von denen ist jetzt auch ein Jahr fast fertig, der kommt jetzt bald in den kommerziellen Betrieb. Aber insgesamt war ja Frankreich schon mal etwa bei 80% Atomstromanteil. Jetzt sind wir so bei 65. Das heißt, auch hier rollen die Erneuerbaren über Frankreich hinweg. Es hat jetzt auch gleichzeitig Abschaltung von 6 Reaktoren gegeben, weil der Strompreis so niedrig war, dass die Kraftwerke sozusagen raus mussten. Dieser Widerspruch zwischen den Ankündigungen, wir bauen 10 neue Reaktoren, wir bauen 6 EPRs, das wird in der Wissenschaft auch als das Atomenergieszenarien Paradoxon genannt, im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Wieso kommt dieser Widerspruch heraus? Der ist historisch schon sehr lang gewesen. Man hat in den 70er Jahren schon Zuwachsraten für Atomkraft in den USA prognostiziert, die nie erfüllt worden sind. Und heute gibt es auch sehr viele Szenarien, die ein Anwachsen der Atomkraft voraussehen, das aber nicht zu erwarten ist. Die Produktion war mit 17,5% 1996 am meisten, jetzt etwa bei 9%, es wird weiter abnehmen, allein durch die große Welle an erneuerbaren Energien, das geht ja gar nicht anders. Und Atomkraft ist eben nicht wettbewerbsfähig, hat eine geringe Innovationsdynamik, lange Bauzeiten, technische Risiken. Warum kommen sie trotzdem? Warum gehen die nicht sozusagen dann einfach verloren? Ja, es gibt sozusagen Verbindungen zur militärischen Nutzung, es gibt auch Eigeninteressen von Institutionen. Und das ist insgesamt eine Gefahr für den Klimaschutz, weil du durch bessere Technologie mit einem besseren Kosten-Leistungs-Verhältnis nicht so gefördert werden. Also es gibt eine Studie von der Universität of Sussex, dass Hinkley Point sehr wohl zusammenhängt mit dem Neubau der Atom-U-Boot-Flotte. Jetzt die Frage, gibt es sozusagen am Horizont Reaktortechnik, die, sage ich mal, hier einen Game-Changer erwarten lassen könnte. Ich habe tatsächlich alle kleinen Reaktoren, die unter 300 Megawatt elektrisch sind, herausgesucht. Seit etwa 20 Jahren wird das propagiert. Der erste Small Modular Reaktor gilt das schwimmende Atomkraftwerk, die Akademik Lomonosov. Die hat 2 KID-40 Reaktoren, das sind im Prinzip durchaus ausgereifte Reaktoren, die waren in Eisbrechern drinnen. Also dann würde man raten, dass es eigentlich funktioniert. Da sind 2 drinnen, kann einer ausfallen. Das ist nicht auf einem Schiff, sondern auf der Barge, damit eben durch die Treibstoffmenge eines Schiffes auch keine natürliche Gefährdung kommen. Ursprünglich wurde gesagt, 20 solche Schiffe sollen gebaut werden. Bis jetzt ist nur eines sozusagen in Betrieb. Und das ist auch nicht gut für den Klimaschutz, weil damit fördert Russland Öl- und Gasfelder in der Arktis. Und die Leistungs-, die erzeugte Strommenge habe ich auch hingeschrieben, 0,65 Terawattstunden. Das ist nicht die Jahresleistung, das ist die Lebensleistung dieser Reaktoren. Und daran zeigt sich auch, wieso die eigentlich sich nicht durchsetzen. Man kann ja noch weitergehen. Indien hat einige, die haben sie aber zur Atomwaffenentwicklung verwendet. Das liegt daran, das IP, das ist Indian Pressure Heavy Water Reactor. Schwerwasserreaktoren können auch mit Natururan betrieben werden, genauso wie grafitmoderierte Reaktoren. Und die werden eigentlich vor allem für die Waffenentwicklung verwendet. Der einzige Magnox-Reaktor, der noch läuft, alle anderen wurden abgeschaltet, wenn es niemand anders so sagen, also nach meinem Kenntnisstand, hat durchaus mehr richtig, nicht nur erklärt. Und das verwendet Nordkorea auch für die Produktion von Plutonium für Waffenprogramme. Und man hat ja viel Erfahrung mit kleinen Reaktoren, zum Beispiel Kundrenn in den A, das ist etwa 10 Jahre gelaufen, 250 Megawatt elektrisch, also passt genau hinein in den Small Modular Bereich, hatte 14 Terawattstunden insgesamt in seinem ganzen Leben produziert.
Und bei einem Störfall, wo eben sozusagen kontaminierter Dampf ausgetreten ist, hat es sich einfach nicht mehr gerechnet, die Anlage wieder in Stand zu setzen. Das heißt, diese kleinen Anlagen haben bei kleinen Störungen bereits einen wirtschaftlichen Totalschaden. Und wenn man jetzt schaut, zum Beispiel in der Thorium-Hochtemperaturreaktor am Untrup, hat es jetzt unlängst ein Gerichtsurteil gegeben, dass sehr wohl die Betreiber den Rückbau übernehmen müssen. Das ist so ein Kugelhaufenreaktor, wir sehen vom AVR, das war der in Jülich, dass der Reaktordruckbehälter extrem hoch verminiert ist. Der konnte nicht rückgebaut werden, der musste mit Flüssigbeton verfüllt werden, lagert jetzt zwischen, weil es im Moment keine Technik gibt, das rückzubauen. Also ich rechne nicht, dass es billiger als 1 Milliarde Euro wird, die damaligen Betreiber, die insgesamt nur 3 Terawattstunden aus dem Reaktor entnehmen konnten, ja, für die ist das existenzbedrohend. Dass ein Small Model Reaktor nicht, sozusagen nicht ungefährlich ist, das zeigt im Prinzip der Unfall von Grinspale Sellafield. Das war ein Pile 1, das ist ein 180 Megawatt thermischer Reaktor, also das wäre etwa 60 Megawatt elektrisch. 500 Quadratkilometer waren die Strahlenschutzmaßnahmen. Also wer sich denkt, man steht einen Small Model Reactor zu einer großen Raffinerie oder einer Fabriks, einem Industriepark, der riskiert natürlich, dass bei einem schweren Unfall, kann auch durch Sabotage oder Terroranschlag sein, man nicht nur die Stromversorgung, sondern die gesamte Infrastruktur, die gesamte Anlage verliert. Wie ist es mit der Kernfusion? Das ist ganz spannend. Ich habe ja jetzt selber viel Kernfusion betrieben, das ist gut für Radioforschung und Kernphysik. Und zwar eigentlich vor allem mit diesen 14 MeV-Neutronen, die das Produkt der Deuterium-Tritium-Fusion sind. Und die Kernfusion hat einen massiven Nachteil, über den eigentlich noch sehr wenig gesprochen worden ist. Also bei der Kernspaltung geht die Energie des Spaltungsprozesses direkt in die Bruchstücke. Und daher wird der Brennstab, in dem sie sind, erwärmt. Das heißt, die Abfuhr der Energie ist relativ einfach möglich, weil durch die Wärme und durch Wasserkühlung und Dampf man sehr schnell sozusagen die Energie gewinnen kann. Beim Fusionsprozess geht die meiste Energie in ein schnelles Neutron. Ein schnelles Neutron macht eigentlich vor allem Aktivierung, also macht die umgebende Substanz, die es trifft, radioaktiv. Und solange man nur so ein bisschen Fusion macht, nur so ein paar Sekunden oder Bruchteile von Sekunden mal so Fission ist, und der Fusion ist, dann gibt es auch keine relevante Neutronendosis. Aber wenn man wirklich ein Kraftwerk bauen will, mit, sagen wir mal, 500 Megawatt elektrischer Leistung, dann kann man hier auf der rechten Tafel sehen, dass sozusagen hier 10.000 Sievert pro Stunde, ne, hat man das erste Jahr. Das sind so hohe Dosen, dass nicht mal die Roboter, die im Moment versuchen, im Reaktor Fukushima Daiichi ein Foto zu machen oder ein bisschen Brennstoff aufzuglauben, die vertragen sowas 2000 Sievert. Das heißt, das ist denen viel zu heiß. Man müsste etwa 100 Jahre warten, bis sozusagen der sozusagen Sperrbereich 3 Millisievert pro Stunde abgeklungen ist. Und ganz unten dieser Hands-on-Level, das ist im Prinzip die 10 Mikrosievert pro Stunde. Das ergibt sich dann, dass dann strahlexponierte Personen, die sagen wir mal 20 Millisievert im Jahr für 2000 Stunden abkommen dürfen, also diese Zeitspanne dauert etwa 100.000 Jahre. Ich denke, dass über diese ganze Problematik der induzierten Radioaktivität durch die Neutronen wenig gesprochen wird. Und das ist aber genau das, was man kriegt bei der Fusion. Also man kriegt nichts anderes als schnelle Neutronen. Wie schaut es jetzt aus mit Europa und den erneuerbaren Energien? EMBAN nimmt Energiedaten von der gesamten Welt auf und hat eben jetzt eine Menge rausgegeben, dass 13 Länder jetzt schon mehr Strom über Wind und Solar erzeugen als über Fossil. Und darum geht es ja. Wir haben einen großen Batzen fossiler Energie. Auch Deutschland hat noch etwa 80% der sozusagen Primärenergie ist fossil. Das muss weg. Das kann nicht weggedrängt werden mit Energie, die weiter abnimmt. Das kann nur weggedrängt werden mit erneuerbaren Energien wie der grünen Pfeil, die das jetzt hier überlaufen. Wie schaut es sonst aus in der Europäischen Union? Im Prinzip sind nur zwei Reaktoren im Bau. Das eine ist das Flamanville 3 in Frankreich, der wird jetzt bald fertig. Und das andere ist Morhoff C4.
in der Slowakei. Der ist seit 1987 im Bau. Ich glaube, es gibt ein paar Leute, die sind in ihrem Raum, die waren noch gar nicht geboren. Also so lange dauert der zweite Reaktor, der in der Europäischen Union gebaut wird. Jetzt komme ich auch schon zum Fazit. Also die Ausrichtung auf erneuerbare Energie ist richtig. Die Bedeutung der Atomenergie wird völlig überschätzt. Weltweit in der Endenergie sind es nur 2%, also 9% im Strom, aber Strom ist ja nur ein kleiner Teil der gesamten Energie, also 2% der Endenergie. Ja, es hat politische Fehlentscheidungen gegeben in der Vergangenheit, die jetzt die Lage auch verschärfen für Betriebe, für die Stromversorgung. Das ist das Abwürgen der Energiewende unter Merkel. Wir waren jetzt sagen schon Weltmarktführer bei PV und Wind auch fast. Und sind jetzt sozusagen in eine große Delle gekommen. Jetzt wird der Anstieg nochmal viel schwieriger, viel notwendiger. Die CSU hat den Netzausbau verzögert. Das ist natürlich jetzt auch in gewisser Weise. Wir haben, es fehlt eine Digitalisierung, wir haben keine Smart Meter. Es ist eine fehlgeleitete Diskussion zur Wärmepumpe, weil die natürlich sozusagen die Zukunft darstellen wird. Insgesamt muss man sagen, hat Deutschland vielleicht zu geringe Investitionen in zukunftsfähige Technologien gebracht. Jedenfalls ist die Kernenergie keine Lösung. Vielen Dank. Ja, ich habe ja gesagt, ich würde gerne noch so ein bisschen zu der Situation, so lange ist ja noch nicht hier, April 2023, letztes Jahr, zurückkommen und natürlich bedingt durch diesen Ukraine-Konflikt. Jetzt gibt es ja Länder, die sehr stark auf Lebensdauerverlängerungsprogramme setzen von den Kernkraftwerken. Amerika ist wohl das herausragendste Beispiel, aber auch Frankreich geht in die Richtung, andere Länder. Und ich hätte gerne mal da Ihre Meinung gehört. Wenn ich jetzt bei der OECD so sitze, dann in dem Nuclear Science Committee, dann heißt es, von Kanada, Amerika und so weiter, das ist für uns erstmal die Basis. Wir wollen unbedingt die Kernkraftwerke, die bestehen, die laufen, wollen wir unbedingt ein Laufzeitverlängerungsprogramm machen. Das geht ja zum Teil 80 Jahre in Amerika, wie das in der Regie diskutiert, auch schon 100 Jahre. Wie schauen wir Ihnen das einfach an? Wie sehen Sie das? In Konträre dazu natürlich unsere Anschauung. Ja, also ich will jetzt sagen, erstmal die Thematik selber beleuchten wollen. Wie man ja sieht, Nicolas Sarkozy wollte in Frankreich einige EPRs bauen. Also der ursprüngliche Plan war sehr wohl, einige EPRs in Frankreich 2012, wenn der fertig sein soll, der erste, also da sozusagen neue Reaktoren aufzubauen, auch mit Core-Catcher und sage ich mal mit höheren Sicherheitsanforderungen, auch vom Containment her, also durchaus Verbesserungen, die natürlich das auch teurer machen. Und die 900 Megawatt-Serie wollte man eigentlich stilllegen. Und weil eigentlich der Neubau nicht funktioniert, kommt man ein bisschen in eine brenzliche Lage, jetzt doch Reaktoren verlängern zu müssen, die man eigentlich gar nicht unbedingt verlängern wollte. Und ich denke, es gibt ja schon auch diese Bademann-Kurve, wie man es schon gesagt hat, man hat sozusagen höhere Ausfälle und Störungen am Anfang, wenn man Technologie neu einführt, das muss also die Kinderkrankheiten rausbekommen. Und dann steigen natürlich auch wieder die Ausfälle und die Probleme, alterungsbedingt, aber auch, sage ich mal, das Gesamtsystem. Man verbessert auf einzelne Komponenten und verliert das Gesamtsystem ein bisschen aus dem Auge. Das hat der Trafobrand 2007 in Krümel gezeigt, wo verschiedene Komponenten genau in diese Richtung gegangen sind, dass der Komplettsystemtest nicht mehr hundertprozentig da war. Also es ist, glaube ich, eine Not, die Verlängerung. Atomkraftwerken ist riskant, weil es den technischen Anforderungen nicht mehr entspricht, ist aber eine Notlösung, weil es nicht funktioniert und das ist genau der Fehler eines nicht geordneten Atomausstiegs. Deswegen finde ich es gut, Deutschland hat einen geordneten Atomausstieg, sehr lange Zeithorizonte, den hat nicht unbedingt genutzt, aber das ist eigentlich der bessere Weg, einen
geordneten Atomausstieg mit Planungs- und Investitionssicherheiten. Und Frankreich, glaube ich, kommt in eine restliche Sage, die sind so angewiesen auf Atomkraft, haben nur einen Reaktor im Bau, wie das jetzt weitergehen wird, wie die finanziellen Sachen für neue Reaktoren ist, die anderen werden alt. Also ich möchte nicht eigentlich die Energietechnik in Frankreich leiten müssen. So dass Sie auch den deutschen Atomausstieg, Reaktoren diskutieren können, die Dinge auch länger laufen zu lassen, finden Sie aber auch gut, dass man abgeschaltet hat. Ja, wie gesagt, ich habe das extra gebracht, dass wenn die Wirtschaft auf diese Planungssicherheit viel Wert gelegt hat. Auch der Rückbau ist sozusagen sehr komplex. Wer hat die Segen, um sozusagen die großen Teile zu sägen? Also wenn hier der Zeitpunkt wegläuft, dann muss man sich halt ganz hinten anstellen. Also für den Betreiber war es eigentlich wichtig, ihre Planung für den Rückbau möglichst einhalten zu können. Und deswegen sehe ich hier die Debatte, wir sollen die jetzt schnell mal weiterlaufen lassen, ist völlig an den Fakten vorbei, weil weder der Brennstoff da ist noch. Also, wenn man die Betreiber haben es ja angeboten, ne? Die Betreiber haben ja auch von März direkt nach dem Einmarsch angeboten, der Bundesregierung, wir können das weiterlaufen lassen, wenn sie das wollen. Also die Bundesregierung abzunehmen. Da gibt es auch verschiedene Stellungen dazu. Insgesamt denke ich, ist ein Belgien sehr interessant. Belgien hat ja fast 50% erneuerbar, 50% Atomstrom und hat während der Ukraine-Krise zwei Reaktoren abgeschaltet, 2022, im Februar 2023, also Dihange 2 und Doel 3. Und wird auch 2025 die alten Reaktoren abschalten. Das werden zwei Reaktoren in die Verlängerung gehen. Wenn man, sage ich mal, 3 Jahre Vorlauf hat, dann kann man auch über eine Verlängerung reden, aber nicht ein halbes Jahr. Ja, zunächst mal ist vollkommen richtig, dass die Verlängerung, die Laufzeitverlängerung bestehender Kernkraftwerke, die kostengünstigste Methode ist, Strom zu erzeugen. Also das ist noch deutlich günstiger als die Installation neuer Solaranlagen oder Windparks. Das ist kostenmäßig vollkommen unschlagbar. Was Frankreich angeht, da sehen wir, dass sich das natürlich schwer getan hat mit Flamanville 3. Die Anlage ist jetzt seit ein paar Tagen in Betrieb, fährt jetzt langsam hoch und soll Ende des Herbstes Strom einspeisen, also das ist in der Synchronisation geplant. Frankreich hat weiter Pläne, die Kernkraft auszubauen. Es sind zwei EBR-2-Anlagen am Standort Marmelie beantragt, also da ist die Baugenehmigung oder der Antrag auf Baugenehmigung ist eingereicht. 4 weitere EBR sind geplant und darüber hinaus noch bis zu 8 weitere EBR-2-Anlagen. Also Frankreich setzt ganz klar auf die Kernenergie. Großbritannien hatten wir ja vorhin schon angesprochen, ebenfalls. Wobei Großbritannien lange, lange geschlafen hat. Tony Blair hat sie ja erwähnt, das Mittag. Da ist lange Zeit nur geredet worden und nicht gehandelt. Und was man auch in Großbritannien sieht, beim Bau des Kernkraftwerks Hinkley Point C, ebenso wie in Flamanville, ebenso wie in Finnland und in Nord 3. Die Bauzeiten sind extrem lang, aber woran liegt das? Ist das ein Naturgesetz? Nein, das ist natürlich nicht, sondern weil in Europa und auch in Nordamerika jahrzehntelang keine Kernkraftwerke mehr gebaut worden sind, ist das Wissen, ist die Erfahrung verloren gegangen. Und dieses Wissen, diese Erfahrung müssen wir jetzt mühsam wieder aufbauen. Und das dauert. Dadurch kommen solche Bauzeiten zustande. Aber Ich wollte bei dem Themenbereich noch nach dem Publikum einnehmen, weil Sie wollen wirklich bei den existierenden und Laufzeitverlängerungen, weil wir zu den neuen kommen, komme ich gleich. Okay. So, ja, ja. Okay. Also Sie sagten, da gibt es ja IEA-Studien dazu, dass die Laufzeitverlängerung natürlich das kostengünstigste ist, wenn man gerne die Befürworter, also wenn man die Prinzip erreicht. Gibt es zu diesem Punkt eine Frage von Ihnen? Ja, bitte. Und zwar einfach die Frage nach Frankreich.
Hatte ich das richtig verstanden, dass da in warmen Sommern Kühlungsprobleme bestehen? War das nur was Sporadisches oder ist das was, was dann, wenn wir erwischend sind, dass das öfters auftaucht oder dass man es erwarten kann? Oder dass man sagen kann, ja, das ist ein guter Punkt. Ich habe wohl einen teuren Strom von uns gekauft, weil sie sich nicht kühlen konnten. Ja. Was nutzt also dann ein tolles Kraftwerk, wenn es sich kühlen kann? Ist das jetzt eine falsche Sicht oder wie sieht das mit der, das wird der Wärme anscheinend? Ja. Das wird vielfach übertrieben dargestellt. Es ist so, dass einige Kernkraftwerke in Frankreich, die an Flüssen liegen, keine Kühltürme haben. Also es gibt, die meisten französischen Kernkraftwerke haben Kühltürme und werden auch kontinuierlich gekühlt. Bei den Kernkraftwerken an Flüssen ist es so, dass mangels Kühlturm ein vergleichsweise hoher Wärmeeintrag in den Fluss erfolgt. Also das ist ja so, das Kraftwerk entnimmt dem Fluss Wasser, dieses Wasser wird zur Kühlung verwendet und dann zurück in den Fluss geleitet. Wenn es zuvor durch den Kühlturm geht, geht eine Menge dieser Wärme, die in dem gebrauchten Kühlwasser steht, geht in die Luft und nicht in den Fluss. Das heißt, bei den Kraftwerken mit Kühlturm erwärmt sich das Flusswasser nur wenig. Das ist anders, wenn man keinen Kühlturm hat. Dann hat man durchaus einen Temperaturanstieg von 3 Grad, 5 Grad, sowas in dem Bereich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und das ist ein Problem, nicht für das Kernkraftwerk, sondern für die Ökologie des Flusses. Und deswegen gibt es da strenge Auflagen, dass eine bestimmte Temperatur nicht überschritten werden darf. Und im Sommer ist das natürlich schwierig. Ja, da ist das Flusswasser von vornherein schon warm. Und da tut sich das Kraftwerk schwer, dieses Temperaturlimit einzuhalten. Vor ein paar Jahren sagte ein Kraftwerksmitarbeiter aus Frankreich, ja, wir hätten hier in einmal Wasser aus dem Fluss ziehen können, aber wir hätten ihn nicht wieder zurückkippen dürfen, weil das Flusswasser schon von sich aus durch die Sonneneinstrahlung über dieser Temperaturgrenze. So, und deswegen werden in Frankreich oft im Sommer diese Kernkraftwerke gedrosselt, mitunter sogar ganz abgeschaltet, um eben nicht über diesen Grenze zu liegen. Das hat das alles im Prinzip richtig dargestellt mit der Ergänzung. Also man kann sich entscheiden, entweder ohne Kühlturm sehr viel Wasser etwas zu erwärmen oder durch eine Kühlturm weniger Wasser, aber das auch zu verlieren. Ne? Wenn die Flüsse jetzt sehr wenig Wasser haben, dann kann beides kritisch werden. Und wir wissen nicht genau, wie sehr tatsächlich Flüsse auch komplett austrocknen werden. Das ist, wenn kein Gletscher mehr da ist. Im Moment werden ja sehr noch den Gletscher gespeist. Also hier ist möglicherweise viel größere Veränderungen noch vor uns, die sich durch einen warmen Sommer so noch gar nicht widerspiegeln. Also wie sehr jetzt wirklich 60 Jahre oder 80 Jahre Atomkraft da abgedeckt ist, das sind große Fragezeichen. Wobei man natürlich sagen muss, der Kühlturm ist das Hilfsmittel, um den Prozess am Laufen zu halten. Und der wird auch noch nachgerüstet werden, notfalls. Also Hamburg-Truppe, die Eltern, die haben sich mal Trockenkühlturm. Es gibt auch keinen Kühlturm. Also von dem her, es gibt die Hybridkühlturm in Neckar-Westheim, also diesen Hybridkühlturm, um einfach die Nebenschaden zu vermeiden, trotzdem zu kühlen, weil der Neckar natürlich sehr klein ist. Das ist so aus meiner, also zweiten Heimat, wo ich geboren und Kölner bin, wo ich nicht da jetzt im Kreisgott zu Hause. Und das ist eigentlich, wir so vom damaligen Kernforschungszentrum haben wir gesagt, das ist eigentlich die schickste Anlage in Neckar-Westheim, die wir haben, weil das halt sehr schön in das Neckartal für die Rheinregion so eingebettet ist, sehr niedrig liegt. Meine Freundin hat gesagt, diese riesigen Kühltürme, die grenzen die Leute jetzt schon ab, also das ist mit dem Kunstgegenteil. Also ich würde sagen, das ist ein Argument tatsächlich zur Zeit, dass da Kernkraftwerke abgeschaltet werden müssen, aber es ist sicherlich kein Argument gegen irgendein Kernkraftwerk oder so, weil man das natürlich mit einem gewissen Aufwand zwar, aber man kann das ganz anders machen. Es ist ja auch ein Rechenexempel. Also wenn ich ein Kernkraftwerk oder ein Kohlekraftwerk, auch ein thermisches Kraftwerk, steht vor der Wahl, ich kann einerseits einen Kühlturm bauen und dann das ganze Jahr über mit voller Leistung durchfahren, oder ich sage, ich spare mir die Kosten für den Kühlturm und dafür nehme ich im Sommer Drosselung in Kauf. Das muss sich ausrechnen. Und es kann natürlich sein, dass das künftig durch den Klimawandel, dass das Pendel da mehr in Richtung doch einen Kühlturm
zu bauen ausreicht. Ganz hinten? Nee. Also ist das Thema Versorgungssicherheit bei thermischen Kraftwerken von grüner Haken auf gelbes Weiche zu setzen? Nö, würde ich nicht sagen. Man kann ja Maßnahmen treffen, um diese Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Also, direkt dazu, kleine Bemerkung, also das Wetterproblem bei thermischen Kraftwerken ist also unter 1% der Zeiten oder der Menge. Das spielt also quantitativ keine Rolle. Also ich sage das, ich bin Energieökonom und diese Perspektive fehlt mir ein bisschen, weil das ist, am Ende sind es immer ökonomische Themen, die man behandelt und Versorgungssicherheit über 99% der Zeit was hat. Und gerade im Sommer, wenn der Stromverbrauch sowieso niedriger ist, ein paar Einbußen hat, hat es noch nie eine besondere Rolle gespielt, wenn man in Frankreich. Nein, es geht um Versorgungssicherheit. Es wurde außerdem gesagt, thermische Kraftwerke sind versorgungssicher. Und wir stellen jetzt fest, nein, sind sie nicht, weil auch im Winter kann es nämlich Niedrigwasser geben. Nein, aber Sie müssen es relativ sehen. Also Solarenergie hat 90% Wetterabhängigkeit oder Wetterproblem. Kriegen wir nur 10% Vollerstrom raus. Wind ungefähr 80% Wetterproblem und Kernkraft eben ein 1%iges Wetterproblem oder die ganzen Kohle- und Gaskraftwerke auch. Also das ist einfach so wenig und natürlich braucht man ein Portfolio von Kraftwerken, um das auszugleichen. Aber das gilt für alles. Es ist auch so, die Sache mit der Versorgungssicherheit, die bezieht sich ja nicht auf das einzelne Kraftwerk, denn kein Kraftwerk kann vom Zeitpunkt des initialen Einschaltens bis zum endgültigen Abschalten die ganze Zeit über durchfahren mit 100% Leistung, sondern jedes Kraftwerk hat geplante Abschaltungen für Wartungen, hat auch mal ungeplante Abschaltungen, wenn irgendwas kaputt geht, was vielleicht nicht genug gewartet wurde. Das passiert, aber dafür gibt es ja noch weitere Kraftwerke, die dann laufen. In der Energiewirtschaft spricht man vom N-1-Kriterium, also man braucht mindestens von jeder kritischen Komponente mindestens eine mehr als notwendig ist, um die Versorgung zu garantieren. Ich habe eine Frage noch zum Hochtemperaturreaktor. Hochtemperaturreaktor wurde nicht genannt hier. Aber wenn ich ganz kurz sagen darf, ich war in der Zeit in Jülich gewesen, habe da eine Arbeit gemacht über die Wasserstoff- und Isotopendiffusion durch die Brennstoffhüllen. Und in der Zeit wurde auch wir haben einmal Schuldenreaktor gesagt, angeschaltet, also der Hochtemperaturreaktor. Ja, der ist seit heute Morgen, hat der schon damals gesagt, seit heute Morgen ist er aktiv. So, das Metall hat da gar nichts drüber gesagt und, oder zumindest habe ich es nicht so richtig mitgekriegt. In vielen Ländern wird immer noch darüber geredet. Bei uns wurde ja damals der Kühlturm gesprengt. Das war zur Zeit von dem Ministerpräsidenten Brau gewesen. Schleerhausen war es gewesen. Also, falls der Hochtemperaturreaktor gekommen wäre, wo wir Kernenergie-Leute gesagt haben, das lässt sich nie machen. Also, bei uns waren ja auch so Kugeln gewesen. Das war der Schuldenreaktor, die dann eben mit Brüder gegangen sind. Das lässt sich nie mechanisch machen. Und da hätte ich gerne von Ihnen mal eine Aussage, ob man wirklich den Hochtemperaturreaktor, der ja bei hohen Temperaturen dann mit Helium gekühlt wurde, ob man wirklich den Hochtemperaturreaktor völlig vergessen kann. Der wäre näher gelegen als für mich der Fusionsreaktor. Oder Fusion, wie Sie gesagt haben. Vielleicht eine gute Überleitung, weil mit der existierenden Reaktor wollte ich das jetzt verlassen und dann zu den SMR-Konzepten, zu diesen Small Modular Reactors ein bisschen kommen. Da gibt es ja die klassischen Leichtwasserreaktor-Konzepte, die jetzt von dem nächsten gebaut werden. Aber es gibt natürlich auch diese, nennt es mal, innovativen Konzepte vom Hochtemperaturreaktor bis hin zu Schnellbrütern. Und so weiter. In China läuft er ja. Ne? Also man hat ja sozusagen das Know-how 1:1 darüber transferiert. Und da sind ja viele deutsche Kollegen auch lange Zeit drüben gewesen und so. Und in China läuft ja genau dieser, Sie hatten ja auf der Folie drauf. Ich habe es auf der Folie, ich habe es auch kurz erwähnt, dass sozusagen China diesen Kugelhaufen-Reaktor hat und was wir eigentlich mit dem AVR in Jülich diese Erfahrung gemacht haben mit dem hochkomprimierten Reaktor-Druckbehälter. Und im Prinzip ist der Thorium-Hochtemperaturreaktor auch ein Kugelhaufenreaktor, wo jetzt eben diese Rückbaukosten anfallen. Also
ich habe das Atomkernziehen nicht wirklich eine, sage ich mal, große Zukunft darin. Ich kann das auch noch weiter ausführen. Also ich finde, der Leichtwasserreaktor, der besticht ja durch seine Geometrie vom Kernbrennstoff. Und der Kernbrennstoff ist im Kristallgitter und der ist nochmal irgendwie metallisch sozusagen gasdicht gemacht. Die Kugeln, die wurzeln so herum, da hat man sozusagen durch, alles wird von der Neutronenphysik dominiert. Ne? Und wenn man sozusagen höhere Anreicherung der Kugeln in einem kleineren lokalen Punkt hat, hat man dort viel höhere Temperaturen. Und die führen dann auch zum Aufbrechen und zur Kontamination. Ähnliche Probleme hat man im Salzschmelzereaktor, wenn man sozusagen die Geometrie des Kernbrennstoffes nicht genau kontrolliert, da kommt man, glaube ich, in ganz schön große Probleme hinein. Dennoch muss man natürlich fairerweise sagen, sowohl zu den Hochtemperaturreaktoren, nicht unbedingt das Pendelbett-Konzept, sondern Force and Brain, die Amerikaner hatten ja, das in Geometrien angeordnet, und das ist auch in europäischen Programmen wieder Topic, weil er natürlich hohe Temperaturen erzeugt, die man für diverse chemische Prozesse nutzen könnte. Also ist bei weitem nicht so, dass dieser Hochtemperaturreaktor, wenn auf diesen abgewandt, man würde das heute ja sowieso in anderen Teilen machen, in anderen Materialien noch einsetzen, weiterentwickelte Materialien. Also dieser Hochtemperaturreaktor ist eines der europäischen Projekte. Also das ist wirklich noch weltweit ein Topic. Noch eine Option, also. Nach wie vor eine Option, ja. Und da wird auch dran geforscht, da wird auch entwickelt. Gerade die Engländer mit ihren gasgekühlten Reaktoren, Erfahrungen und so, und auch die Amerikaner sind da schon dabei, das weiterzuentwickeln. Also so viel zum HTR. Ja. Wo ist noch? Hier ist noch. Ja. Ich wollte eigentlich zu einem neuen Aspekt dieses Themas überleiten. Sie sagten gerade, dass mit den festen Brennstoffen und mit den Kugeln, die irgendwo so wild herumwurzeln, sei ja nicht so das Wahre. Das spricht doch eigentlich für Reaktoren mit flüssigem Brennstoff, oder? Richtig. Also dann wären wir bei den Molten Salt. Genau. Ja. Es gibt noch einen anderen. Können wir die SMRs nochmal so kurz? Ja. Ich würde so gerne also für meine Vorstellung ist es immer so, wir haben die Leitwasserreaktoren. Die nächste Generation, die gebaut werden wird, werden ganz bestimmt, und wenn es SMR sind, LWRs sein. Bin ich also wirklich der Meinung. Ja, ich, ja genau. Eben. Und dann kommen so innovative Konzepte nach meiner Vorstellung, dann schreibe ich mir auch wirklich immer mit dem Forschungsministerium ab, und dann kommen auch Molten Salt Reaktoren, nicht wer da schneller ist, innovative Konzepte und so. Da werde ich gerne mal einen Strich gezogen zu diesen LBR-SMRs. Geht aber dann doch noch ganz kurz hin. Ich möchte nicht dazu sprechen, weil es geht ja um Polen kontra Kernenergie. Nehmen Sie bitte das Mikro. Brauche ich das? Ja. Es geht doch um Polen kontra Kernenergie, und ich bin Architekt, ich bin kein Fachmann auf diesem Gebiet. Ich muss also da ein bisschen anders sprechen. Und für mich, ich habe da ein ganz spezielles Thema komischerweise verfolgt, vielleicht weil ich Architekt bin und mit Rückbau mich auskenne ein bisschen, habe ich mich, da wird ja nie von gesprochen, richtig, was eigentlich bei dem Rückbau los ist. Das muss man sich mal genau vorstellen. Ich aber auch drauf. Also ich wollte einfach schnell die Reaktoren. Ja, das muss man sich mal genau vorstellen. Da wird alles nach Radioaktivität, jedes kleine Detail, alles wird Stunden, Wochen, Tage lang festgehalten. Dann wird der ganze Komplex, jede Kloschüssel, jeder Tisch, jeder Schreibtisch, jeder Putzlumpen, alles wird festgehalten und zerkleinert. Diese Kloschüsseln und Waschbecken und Schreibtische, die werden dann in Container verfrachtet, die eine bestimmte Größe haben, 80 mal 80 mal 120, glaube ich. Und ja, dann ist es nicht zu Ende. Das kommt dann in sogenannte Zerlegungshallen. Das sind also Gebäude, die müssen extra dann daneben gebaut werden, wo dieses ganze Zeug untergebracht wird. Die sind 20 Meter hoch, habe ich gerade heute gelesen. An einer Stelle wird jetzt eine 10 Meter hohe Betonwand davor gestellt. Das ist jetzt die Frage. Und diese Halle selber reicht aber 20 Meter noch, 10 Meter noch drüber hinaus. Und ich frage, und dieses ganze Manöver dauert Biblis 25 Jahre, Greifswald 30 Jahre, Fukushima wird prognostiziert
50 Jahre und es traut sich wohl keiner zu sagen, dass dann die grüne, berühmte grüne Wiese dort ist. Ich frage mich, wenn man nur das verfolgt, wie kann man einen solchen Schwachsinn gutheißen? Ja, das finde ich auch. Das finde ich auch. Also, was da gemacht wird, ist vollkommen übertrieben. Sie sprachen die Schreibtische und Kloschüsseln an. Das ist dann erstmal Atommüll. Ja? Das gilt als Atommüll. Und wird gut eingelagert, wird dann gemessen, wie hoch ist denn die Radioaktivität der Kloschüssel. Ja? Ich übertreibe es jetzt mal. Und dann stellt man fest, die ist ja gar nicht hoch. Dann ist das Zeug freigemessen. Und dann regen sich die sogenannten Umweltschützer auf und sagen, hier wird verharmlost, die Radioaktivität wird verharmlost und diese Kloschüssel wollen wir nicht auf unserer Mülldeponie haben. Ja, ist so. So, das ist jetzt der Flieger ganz kurz dazu und dann die Regen. Ja, nur ganz kurz zur Darstellung, man hat sozusagen Strahlenschutzbereiche, es gibt sozusagen nicht Überwachungsbereiche, es gibt Überwachungsbereiche, es gibt sozusagen Kontrollbereiche und die haben sozusagen verschiedene Stufen, welche Konfigurationen erlaubt sind und was sich dort abspielt. Und danach richtet sich natürlich dann auch der Rückbau aus. Ich weiß nicht genau, wie jetzt die Toiletten in Endlagerbehälter kommen. Ich habe einfach nur gesagt, weil das ist nicht richtig. Wichtig ist ja nur zwischen stachwindradioaktiven Abfällen, die nach Konrad kommen sollen, und den hochradioaktiven Abfällen, wo die Brennelemente drin sind, die wirklich hochradioaktiven Stellen und so. Also, ja, und das Material, was tatsächlich nicht kontaminiert ist, aber zunächst als Atommüll gilt. Ja. Also, hier ist noch eine Stelle. Im Augenblick habe ich das Gefühl, anmachen. Wird ein bisschen polemisiert. Aber ich würde jetzt ganz gerne doch mal ein konkretes Beispiel bringen und Sie fragen, ob das sinnvoll ist. Wir haben ja Beispiele, oder ein Beispiel, wo ein Rückbau in Deutschland schon durchgeführt worden ist. Das ist Kernkraftwerk Würgassen. Würgassen war etwas über 600 MW und dort hat der Rückbau 14 Jahre gedauert und hat 5-mal so viel gekostet wie der Bau des Kernkraftwerks. Jetzt kann man natürlich auch sagen, ja, da mussten wir erst unsere Erfahrungen sammeln und so weiter und so weiter. Aber das habe ich in meinem langen Leben schon auch gelernt, dass wenn die Kosten explodieren, man auf einmal sagt, wir haben ja jetzt mal damit angefangen, jetzt müssen wir auch weitermachen. Bestes Beispiel hierfür, Stuttgart 21. Braucht man sich nur anzugucken. Und so würde es mit den Kernkraftwerken genauso laufen. Sie haben so leichtfertig gesagt, hätten wir es doch weiterlaufen lassen sollen. Dann hätten die auch ganz neue Genehmigungen beantragen müssen. Nein. Und diese neuen Genehmigungen. Nein. Das stimmt nicht. Laufzeitverlängerung ohne Prüfung. Es gab einige Jahre, die haben keine Genehmigung. Sie haben keine Genehmigung. Würden Sie die Leute mal aussprechen lassen? Da standen Prüfungen an. Prüfungen, grundsätzliche Prüfungen. Und diese Prüfungen wären in diesem Bereich so teuer gekommen, dass man nicht hätte leichtfertig darüber weggehen können und hätte sagen können, naja, das liegt alles auch in den Preis drin. Da muss ich noch mal sagen zu Hinkley Point. Warum wird nicht erwähnt, dass sich immer mehr Investoren aus Hinkley Point zurückgezogen haben? Sie sehen keine Wirtschaftlichkeit mehr darin. Und es gilt auch für andere solche. Das 300 MW Kernkraftwerk, das war in den 60er Jahren schon modern. Damals hat BASF ein Kernkraftwerk bauen wollen. Sie sind ganz, ganz schnell davon abgerückt, nachdem sie ein paar Jahre lang geprüft haben, ob das Sinn macht oder nicht Sinn macht. Und damals haben wir alle noch an Kernenergie geglaubt. Aber ich glaube schon, dass man weltweit sagen muss, dass die heutigen 300 Megawatt elektrische SMR schon ein bisschen anders designt sind wie in den 60er Jahren, also so BWR X300, der ohne Pumpen auskommt und so, der jetzt in Kanada gerade gebaut hat. Das ist natürlich schon eine andere Konstruktion, als man damals hatte. Und wir wollen ja auch hoffen, dass die Wissenschaft in den 30, 40, 50 Jahren schon auch ein Schritt weitergekommen ist. Jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher. Können wir mal ganz kurz über das, was Sie sagen? LWR, BWR, X300. Ich würde gerne noch was zu dem Kostenargument sagen, was gerade kam. Also ich will jetzt nicht die Kosten vorrechnen und so, aber ich sage, die Kosten sind kein Argument dafür, die Kernenergie
zuzulassen oder zu verbieten. Sondern die Kosten sind etwas, was die Investoren in Betracht ziehen müssen. Auch Kostenexplosionen müssen sie in Betracht ziehen. Aber es ist kein Grund für den Staat, die Kernenergie zu verbieten. Und das ist ja auch nicht das Argument gewesen, was die Bundesregierung veranlasst hat, den Atomausstieg zu machen. Sondern das war, dass die Kernenergie angeblich eine Hochrisikotechnologie sei. Was aufgrund der Erfahrungen, die wir gemacht haben in den letzten 70 Jahren kommerzieller Kernenergie, was einfach nicht stimmt. Ich bin das Beispiel THDR. Sozusagen ein Investor fängt an, ein Kraftwerk zu bauen. Und so sage ich mal, das kann man also mit LKW hinfahren, das ist kein Problem. Einen Reaktor kritisch zu bekommen, ist auch kein Problem. Das kann man sich relativ gut ausrechnen. Und dann fangen die Probleme an. Und wenn der dann sozusagen hochkontaminiert ist, dann wird sozusagen die Finanzkraft vielfach nicht mehr ausreichen. Sozusagen. Und dann kommt sehr wohl wieder der Staat sozusagen dran. Und insofern ist es sehr wohl berechtigt zu sagen, nein, das verbieten wir, weil das fällt alles uns und den Steuerzahlern letztlich auf den Kopf. Ja gut, das kann man durch entsprechende Regelungen sicherlich vermeiden, dass entsprechende Rückstellungen, eventuell auch Rücklagen, gebildet werden müssen. Aber dieses Problem mit den nicht vorhergesehenen Kosten, das gibt ja nicht nur in der Kernenergie, das gibt bei den Erneuerbaren ja ganz genauso. Ja, meines Wissens ist letztlich gewährleistet, dass jedes Betonfundament eines stillgelegten Windrads wieder aus dem Boden geholt wird, wie es eigentlich passieren müsste. Von dem geht doch wahnsinnig viel. Ich habe mich jetzt ein bisschen zurückgehalten, weil vorher noch auf ein paar Sachen eingehen. Und zwar erstmal zum Kostenargument. Also wir reden ja von den Kernkraftwerken von so 1 Milliarde pro AKW im Rückbau. Ja. Bei den Erneuerbaren, wie haben wir denn eigentlich da in den letzten 20 Jahren ausgegeben? Die Schätzungen gehen ja, also allein über das EEG wurden ja ungefähr 300 Milliarden ausgegeben in den letzten 20 Jahren. Und dieses Jahr springt der Bundeshaushalt für die EEG, das jetzt nicht mehr auf der Stromrechnung ist, dieses Jahr allein 20 Milliarden ein. Allein dieses Jahr 20 Milliarden. Das ist deswegen, weil die Strompreise an der Börse, wie Sie richtig gesagt haben, wieder runtergegangen sind. Und deswegen jetzt quasi für die Einspeisevergütung der Staat einspringen muss, um die erhöhten EEG-Vergütungen zu erstatten. 20 Milliarden allein dieses Jahr. Mit diesen 20 Milliarden können wir alle deutschen AKW zurückbauen. Das ist richtig. Es waren 500 Milliarden die gesamte Laufzeit vom EEG. 500 Milliarden haben sich summiert. Das muss man auch sagen. Das heißt, nur zu einem Jahr 20 Milliarden. Am Anfang waren es weniger, aber das geht gerade auf Rechnung des Steuerzahlers weiter. Das wird nur nicht deutlich ausgewiesen im Strompreis. Das ist ja weggenommen worden aus dem Strompreis, weil es zu hoch geworden wäre. Wir haben ja immer 8 Cent oder sowas dazu bezahlt. Und nie gesagt wurde von den Journalisten, dass da die Mehrwertsteuer zukommt. Das heißt, es waren 8 bis 9 Cent gewesen. Und das hat insgesamt 500 Milliarden ausgemacht. Das heißt, wir zahlen viel, viel mehr für den Strom, als auf der Stromrechnung steht. Natürlich. Also, ich verstehe sozusagen den Wunsch, sozusagen, lass uns doch alles so lassen, wie es war. Aber wir haben die Problematik, dass wir in Deutschland durch die Kohle, ne, sozusagen, eine extreme, fossile, geprägte Stromversorgung haben. Und die muss weg und die wird weg. Und die wird nicht weg durch Atomkraft, die sogar in den Ländern, die voll politisch dahinter stehen, immer weiter abnimmt. Die wird weg, und das zeigen ja die Daten, ich habe es ja gezeigt, sozusagen, durch die enorme Welle von erneuerbaren Energien. Jetzt ist es nämlich so, wenn wir so große Transformation haben, sollte man nicht wirklich erwarten, dass man von Punktlandung zu Punktlandung wirklich immer alles sozusagen umwenden kann. Ich bin sicher, es hat eine Zeit lang zu hohe Förderungen für erneuerbare Energie gegeben. Da haben sich ja beide goldene Nase verdient. Und dann wurde es ja auch wieder fallen gelassen. Also die Autoindustrie hat man versucht zu halten, Solarindustrie nicht. Das ist aber sozusagen wirklich die Weltindustrie, die sozusagen hier sehr viel Zukunft vor sich hat.
Und da passieren auch Fehler. Man könnte auch mit den Netzentgelten sparen, wenn man tatsächlich Temperaturmessungen machen würde und an die technische Grenze geht und nicht so ganz starre N-1-Regelungen. Ich glaube, die Lösung steht da wirklich in die Details hineinschauen. Wie kann man Flexibilitätsoptionen erhöhen? Ne, weil zeitweise ist der Strom total billig und für die wenige Zeit, wo er sehr teuer ist, was gibt es da für Möglichkeiten? Wenn da die Milliarde reingeht, statt in die Kernfusion, dann ist ein Unternehmen viel mehr geholfen. Da gibt es viele Punkte, an denen man schrauben könnte. Es ist nicht die Kernenergie. Ja, ich habe eine Ersatzfrage. Ja. Ja. Also, was würden Sie Frau Hagemeyer, unserem Energiesystemdesign-Helmholtz-Sprecher, erwidern, wenn er zu mir sagt, oh, wenn wir ein paar SMRs an diversen Knotenpunkten für unser deutsches Netz hätten, wäre das extrem hilfreich und würde die Sache kostengünstig deutlich verbessern? Erstens, wir haben sie nicht. Und zweitens, die Probleme, die Sie lösen, sind sozusagen noch nicht gelöst. Also wenn das Endlager fertig und sozusagen keine Zwischenlager mehr bestehen, dann können wir uns tatsächlich nochmal unterhalten. Aber dieses sozusagen, wir fangen erstmal an Sachen zu bauen, habt ihr einen kontaminierten Reaktor behängt, da kann man nicht mehr leisten, den zu entsorgen. Alles muss der Staat übernehmen. Die Betreiber haben sich ja sozusagen das ist ja klug gelöst. Der Rückbau ist relativ überschaubar. Das ist immer nur auch, also der Knotenpunkt, den werden wir ja brauchen und den Speicher werden wir brauchen, wenn wir neu machen. Da könnte Kernenergie helfen, aber Sie sagen natürlich, mehr Kernenergie ist mir zu risikoreich, weil ich habe keine Netzlager und so weiter. Hier ist aber der Herr ganz hinten rechts. Vielen Dank. Ich habe eine Frage an den Herrn Klute und zwei an den Herrn Siethal. Die erste Frage an den Klute ist, also ich lese jetzt mal was vor, ein Zitat. Nach 50 Jahren des Uranabbaus in Niger ist die Bilanz wenig erbaulich. Niger hebt nur etwa 12% vom Wert des geförderten Urans. Sie werden das akustisch nicht ganz verstehen. Also Niger hat nur 12% vom Wert des Urans bekommen, weil vom Geld gefährdet hat. Ja. So, und jetzt ist es ja so, dass der Niger mit Frankreich seine Beziehung abgeschlossen hat praktisch. Jetzt wo Frankreich und wir als Europa den Uran nicht mehr zum Spotpreis bekommen, können wir die Atomkraftwerke überhaupt noch modern und gleichzeitig profitabel betreiben? Uran gibt es nicht nur im Niger und auch nicht nur in Russland. Gegen der Annahme mancher Leute, sondern Uran gibt es in unterschiedlichen Konzentrationen auf der ganzen Welt. Und Herr Tom sagte das vorhin mal, laut IAEA-Schätzung für die nächsten 135 Jahre. Das ist aber nur das Uran 235. Jetzt muss man wissen, es gibt nicht nur Uran. Also Uran ist nicht Uran, sondern wenn ich Uran aus der Erde hole, dann kann ich 0,7% davon in unseren heutigen Leichtwasserreaktoren als Brennstoff nutzen. 0,7%. Die restlichen 99,3%, das ist Uran-238, kann ich nach kaum verwerten. Das kann ich aber tun in sogenannten Schnellreaktoren, die zum Teil auch schon in Betrieb sind, in Betrieb waren, und die verwenden dieses Uran-238, also die 99,3% als Brennstoff. Und damit habe ich eine Reichweite des Uranbrennstoffs für unausdenkliche Zeiten. Das reicht. Darf ich es Uran gibt, sondern es ging ja darum, dass Frankreich den Uran zum Spottpreis gekauft hat. Also nur 12% vom eigentlichen Marktwert haben die bezahlt. Versteht ihr? Das war meine Frage. Ja gut, das ist jetzt allerdings keine Frage pro oder contra Kernenergie, oder? Aber wirklich, was Frage, also wenn wir es jetzt nicht mehr zum Spottpreis bekommen, ob wir das überhaupt noch modern und gleichzeitig profitabel betreiben können? Also die Westinghouse-Brennelemente, das ist ja nicht für Frankreich, sondern für die anderen Länder in Europa, die Westinghouse-Brennelemente beziehen sich aus Kanada, Australien, Südafrika, Namibia. Das Niger spielt da keine Rolle.
und die Westinghouse-Brennelemente kriegen sie zu dem ganz ähnlichen Marktpreis wie die Amazon-Brennelemente. Also ich glaube jetzt nicht, dass der Marktpreis des Meißels wirklich das Brennelement dominiert. Da sind ja so viele Prozessschritte hinten dran, dass die Brennelemente selber, und die sind in etwa, also die Deutschen haben mal Westinghouse-Brennelemente gehabt, mal Framatom-Brennelemente und so dann mit den neuen Hydro-Materialien, mit den besseren Ausbeuten und so. Also das Mining entscheidet nicht die Kernenergie. Und die Kosten für den Brennstoff insgesamt sind nicht dominierend in der Kernenergie. Also selbst wenn das Uran jetzt zehnmal so teuer wird wie heute, dann wird sich das auf den Strompreis kaum auswirken. Was teuer ist in der Kernenergie, ist der Bau des Kernkraftwerks. Das ist der zentrale Kostenpunkt. Alles andere ist mehr oder weniger ein. Die Finanzierung natürlich. Ja, die Finanzierung, richtig. Die Finanzierung ist ein ganz wesentlicher Punkt. Bei Hinkley Point C ist es so, dass ich glaube, zwei Drittel sind für Zinsen aufzuwenden. Zwei Drittel der Baukosten. Das ist ganz genau. Und wenn wir an der Stellschraube drehen könnten, die Briten machen das durch ein anderes Finanzierungsmodell für das nächste Kernkraftwerk, Sizewell C, da lassen sich Milliarden einsparen. So, jetzt auch erst genau, ich möchte sehr danken für diese Frage, wenn man sieht, wie sehr eigentlich sozusagen hier auf Profit geachtet wird und nicht auf das, was man hinterlässt. Greenpeace war im Niger und hat sozusagen tatsächlich dort Uranminen untersucht und auch gezeigt, wie sehr sich dieser Staub verbreitet. Und das ist kein kleines Problem. Man hat für die Wismut etwa 6 Milliarden Euro ausgegeben für die Sanierung. Das wird dort nicht ausgegeben. Das heißt, die werden dort zurückgelassen. Der Report heißt Left in the Dust und zeigt auch, dass sozusagen eine Denkweise bei der Atomtechnologie auf da ist, Probleme zu verdrängen. Verdrängen örtlich in die Regionen, wo, sage ich mal, Uranminen sind, zeitlich für die Generationen, die nachher mit dem Atommüll umgehen müssen, ist sozusagen, dann es wäre nicht wirklich die kompletten Probleme geschultert, sondern es ist eine Problemverschiebung und das ist keine Generationengerechtigkeit und das ist auch keine Gerechtigkeit den anderen Ländern gegenüber. Das müssen wir arbeiten. Das ist 100% zustimmen, wir müssen nur, glaube ich, uns ehrlich machen. Unser Institut für Technikfolgenabschätzung am KIT, das ja auch das THW im Deutschen Bundestag gesagt, wenn wir Klausurtagung Zentrum Energie haben, sind wir alle einer Meinung, niemand von uns würde irgendein Elektroauto fahren oder hätte sonst irgendeine Photovoltaikanlage auf dem Dach, wenn wir Fairplay machen würden, wenn wir Sozialstandards von Bundesrepublik Deutschland und auch Arbeitsstandards Bundesrepublik Deutschland für alle unsere Produktionsstätten in der Welt. Das ist wirklich also ein Sozial- und Umweltdilemma, in dem wir leben. Wir beuten letzten Endes natürlich immer die Ressourcen irgendwo aus. Und es ist vollkommen klar, dass keine Batterie bezahlbar wäre, wenn wir die hohen sozialen Standards in Europa ansetzen würden. Das ist wirklich eine Tragik, an die wir ran müssen. Das ist für uns also in der Wissenschaft vollkommen unbestritten, deshalb müssen wir viel mehr auf Recycling gehen. Aber wenn wir dieses Ramp-up betrachten, was wir haben im Moment, auch bei den Erneuerbaren natürlich so wünschenswert das ist, aber dieses Ramp-up müssen wir irgendwie anders machen, wenn wir da nicht auch in bürgerkriegsähnliche Zustände in diesen Ländern. Ich war gerade in Chile gewesen, und na, das ist schon länger her, aber vor ein paar Monaten in Chile gewesen. Und da ist wirklich eine tolle Diskussion, wollen die Bürger in diesen Lithiumfeldern, wollen die das hergeben, wollen die das so explorieren lassen oder sagt man einfach nichts, diese Salzwüste ist jetzt geblockt, es gibt von uns kein Lithium mehr. Ja? Tragik daran ist, China bezahlt jetzt einfach so einen Preis, dass sie da doch damit d'accord ist. Aber Europäer haben sich damit zurückgezogen. Ja? Also wir sehen, da sind so viele geopolitische Konflikte wirklich, die, glaube ich, noch massiv auf uns zukommen, gerade wenn man chinesische Partner betrachtet, die nicht nur kernenergiespezifisch sind, sondern die werden wir irgendwie schultern müssen. Ist das schon das Bein der Schuhe? Danke, ich hätte aber jetzt immer wirklich komplett aus dem Ruder gelaufen. Wir haben nicht das diskutiert, was ich gerne diskutiert hätte, aber das soll ja wohl so sein. Ich bin ja ein Moderator.
Eine Frage hätte ich an Sie beide, aber wirklich noch, weil nicht persönlich umtrag, Kompetenzerhalt in der Kernenergie. Das ist ja im Moment, ist das so in der Wissenschaftslandschaft, so auf dem BMWF, die Diskussion. Brauchen wir das? Brauchen wir eine deutsche Reaktorsicherheitsforschung, wenn wir zueinander meinen, oder wenn wir davon ausgehen, dass wir sowieso in absehbarer Zukunft kein Kernkraftwerk mehr in Deutschland brauchen, oder brauchen wir es nicht? Herr Smigal, Sie zuerst, dann Sie. Ja. Also ich denke, es ist ein Wissen zu haben und auch detailliertes Wissen und auch, sage ich mal, aber ich zitiere sogar mehr, das ist nicht vorsichtig. Ja, das ist natürlich, das ist tatsächlich wichtig. Ich denke auch, sage ich mal, Österreich versucht ja auch in den ganzen grenzüberschreitenden Konstellationen, Ahaus und verschiedenen Einsprüchen. Es kann ja ein Reaktor, der in Finnland explodiert, durchaus eine relative Folge bis nach Österreich bringen. Die haben dann zu tun mit Maßnahmen von Messen, vielleicht irgendwelche landwirtschaftlichen Einschränkungen. Das heißt, sozusagen auch 1000 Kilometer spielt eigentlich keine Rolle. Das ist sowas, man kann betroffen sein. Insofern ist es wichtig, die Kompetenz zu erhalten. Also, das würde ich auf jeden Fall unterstützen, ob man jetzt, sag ich mal, neue Reaktortypen damit wirklich voranbringen will, da wäre ich schon wieder skeptisch. Also ich finde den neuen Sollreaktor tatsächlich sehr kritisch. Wir haben sozusagen ein neuen Soll-Experiment, das immer noch nicht durchgebaut ist. Der ist ein paar Jahre gelaufen und ist immer noch in Millionen hinein in die jährliche Wartung. Und man kann sich das vorstellen, neuen Soll, da geht der ganze Kernbrennstoff durch Wärmetauscher und durch Pumpen, also das will man nicht. Ne? Einen Leichtwasserreaktor, da kann ich die Kernbrennstoffe rausnehmen, ins Kühlbecken haben, einen relativ freien Reaktor mit vielleicht ein bisschen Aktivierung. Also das ist sozusagen ein wesentlich überlegeneres System als ein Molten-Salt-Reaktor. Aber ein Molten-Salt-Reaktor hat natürlich seinen Charme. Aber sehr wenig, weil sozusagen man kann ihn komplett betreiben, aber die Dampfmaschine ist beherrscht. Wir haben leider nicht über die Entsorgungsproblematik gesprochen, da hat er natürlich seinen Charme. Wenn man das hinkriegt, also das ist mir also deshalb viel schöner und so. Ja, ich mach's kurz. Kompetenzerhalt ist immer wichtig, ganz egal um welches Thema es geht. Kerntechnik oder irgendwas anderes. Wissen ist wichtig, Kompetenzerhalten ist gut. Es ist natürlich viel leichter, die kerntechnische Kompetenz zu erhalten, wenn wir junge Leute motivieren können, in dieses Feld einzusteigen. Und das wiederum geht meiner Überzeugung nur dann, oder zumindest geht es nur dann besser, wenn wir eigene Kernreaktoren betreiben. Sonst fehlt da irgendwo die Motivation. Also warum soll ich mich als junger Mensch mit dem Feld beschäftigen, was in Deutschland nicht gefragt ist? Dann gehe ich doch nach Frankreich, nach Tschechien oder neuerdings nach Polen. Ja. Das ist weil wir sehr stolz auf unsere ausländischen Studenten sind und so weiter. Und jetzt hätte ich noch eine abschließende Frage an Sie beide, wenn sonst, warum sind Finnen so anders wie Deutsche? Also in Brüssel ist es tatsächlich so, damit verbringen wir unsere Abende, indem wir darüber plaudern. Kommt das vom Zweiten Weltkrieg? Kommt das von irgendeinem Nationalstolz aus dem Zweiten Weltkrieg heraus? Es gibt ja sogar Studien, die sagen, es kommt noch aus unserem 30-jährigen Krieg, weil das hat uns wirklich von geotechnisch verändert, diese Angstsituation. Ist es das? Oder war, gut, Finnen sind stolz auf ihr Land, das sind wir natürlich nicht, oder schon als mein Geschichtsunterricht war immer so, dass es verboten war, stolz auf das Land zu sein. Ist es sowas? Oder wie würden Sie es ausmachen? Also, ich bin Physiker und ich lehne eigentlich solche Frage ab, wie sind Finnen, wie sind Deutsche? Ja, das finde ich sozusagen nicht so belegt. Also, ich bin Physiker. Ich bin tatsächlich. Warum haben die ein Endlager und wir nicht? Warum sind 70% der Finnen für Kernenergie, sogar Grüne zum Teil für Kernenergie und bei uns nicht? Doch, bei uns auch. Bei uns auch. Bei uns ist es auch. Ja, Umfragen ändern sich auch. Ne? Das haben wir in Deutschland auch gesehen. Also das ist nicht belastbar. Also ich bin auch dafür, man kann wilde Theorien durchaus spinnen. Das fühlt sich da gar nicht so darüber. Aber sie müssen sich an der Realität sozusagen messen lassen. Und sozusagen, wie jetzt Finnen und Deutsche sind, das ist sozusagen kein Thema. Okay. Aber eben, die haben doch ein Endlager und wir haben keins. Also, das ist so eine Realität. Der Herr Hinten hat
hatte sich erst gemeldet für eine Frage an mich, die er noch nicht gestellt hat. Und die ist, glaube ich, auch schon. Okay. Jetzt aber ganz kurz über das Thema, Herr Klute, ganz kurz dazu und dann Sie und dann Sie. Also die Frage, warum finden andere als solche, ob diese Frage überhaupt relevant ist, kann ich auch nicht beantworten. Aber ich stelle fest, dass die Finnen mehr auf Zahlen, Daten, Fakten hören als die Deutschen. Ja, die Bildung. Ja, wir sehen das sogar, Sie haben es angesprochen, Herr Kopp, bei den Grünen. Die Grünen haben eine klare, die finnischen Grünen, eine klare Kehrtwende gemacht in ihrer Einschätzung der Kernenergie von einer Anti-Kernkraft-Haltung zu einer Pro-Kernkraft-Haltung, weil sie es gesehen haben, mit dem Klimawandel kommen wir nur dann klar, wenn wir alle CO2-armen Energieformen einsetzen. Wenn wir endlich aufhören, die Kernenergie und die Erneuerbare gegeneinander auszuspielen, sondern wenn wir diese beiden kombinieren und damit gegen die Kohle gehen. Ja, dann... Reicht? Also wir haben ja auch festgestellt heute, dass wir in Deutschland praktisch allein gegangen sind beim Atomausstieg. Und das kennt er leider nicht. Und dass die Länder rundherum immer noch weiterhin Atomkraftwerke betreiben. Wäre es Ihrer Meinung nach nicht sinnvoller, wenn wir vielleicht einen ganz europäischen Ansatz gemacht hätten und vielleicht uns über den abgesprochen hätten? Weil ich meine, es hat ja wenig Sinn, wenn wir hier aufhören. Und die anderen sollen den treiben. Das funktioniert ja nicht. Also die Frage ging an mich, ich erlaube mir das einfach auf zu antworten. Österreich hat zum Beispiel ein Atomkraftwerk gebaut, das nicht in Betrieb genommen. In Schweiz gibt es im Prinzip ein Neubauverbot, über das natürlich diskutiert wird. Belgien hat vier Reaktoren abgeschaltet, Spanien steigt noch aus, Italien hat nach Tschernobyl vier Reaktoren stillgelegt, die noch gelaufen sind. Da wollte auch Berlusconi wieder einstehen. Also dieses nur Deutschland steigt aus, das stimmt nicht. Und ich habe versucht, in meinem Vortrag über die tatsächlichen Energiezahlen darzulegen, dass auch in Europa, sogar in Frankreich, die Erneuerbaren wesentlich stärker ausgebaut werden als die Atomkraft. Und es damit dadurch Sinn macht, sich auf ein Energiesystem, das hauptsächlich auf Erneuerbare setzt, das danach auszurichten. Das heißt, Deutschland ist eigentlich genau auf dem richtigen Kurs, den gehen die anderen auch. Nur die Kernenergiedebatte, die wabert da so ein bisschen herum, ist aber nicht so relevant, wie gesprochen wird. Würden Sie anderen sagen, wir brauchen die Kernenergie auch weiterhin? Über den Anteil, das ist eine andere Frage, wir brauchen die Kernenergie weiterhin, um unser Stromnetz stabil zu halten. Ich glaube, das können wir aber auch ganz entspannt sehen, weil wir sehen uns alle an, ich glaube, da gibt es kaum einen, der widerspricht, wir werden ein europäisches Stromverteilungsnetz mit HGÜ-Leitungen und so weiter dringend brauchen, alleine schon für die Erneuerbaren. Es kann ja sein, dass Wind in Norwegen geht und dann vielleicht auch mal Südspanien Sonne hat und so. Also darüber gibt es wirklich weder Brüssel noch sonst irgendwo in diesem irgendeinen Zweifel, dass wir ein europäisches Stromverteilungsnetz brauchen. Und eigentlich sind wir uns auch einig, dass wir ein Primärenergieverteilungsnetz brauchen, wenn es über Wasserstoffpipelines oder sonstige Moleküle ist. Wir werden das zusammenschalten müssen und dementsprechend, deshalb bin ich da auch relativ entspannt, werden wir sehen, wie sich daran die Kernenergie entwickelt oder nicht entwickelt. Ich glaube, das können wir als Deutsche einfach auf uns zukommen lassen, wenn wir so in der Mitte sitzen, dass wir sowieso von allen Seiten her irgendwas kriegen werden. Wir alleine versorgen, da gibt es auch wenige Stimmen, die sagen, das würde funktionieren. Wir sind ja eigentlich auch der Meinung, in der Helmholtz-Gemeinschaft zumindest, alleine versorgen werden wir uns nicht können. Wir werden also Moleküle importieren müssen oder wir werden Strom importieren müssen. Der Herr hatte noch einen Punkt. Aber wäre das ein schönes Schlusswort gewesen. Ja. Also nochmal zu den Finnen. Die sind ein bisschen abgelegen. Und die Knechte, die Finnen, die gehen lieber in die Sauna bei hoher Temperatur und diskutieren miteinander und machen das intern aus. In Deutschland diskutiert man aneinander vorbei. Ich möchte noch ein Beispiel bringen. Ich war letzte Woche in Gießen bei der IHK für einen Vortrag von einem Herrn Professor Fels, der kommt aus Freiburg, der ist der persönliche Berater von unserem Finanzminister und er hat einen Vortrag gehalten über den derzeitigen Zustand unserer Wirtschaft in Deutschland und wie die Aussichten sind.
Und ich habe meine Frage gestellt, was ich eigentlich am Anfang auch schon angesprochen habe, die Studie von Norwegen, wo man eben festgestellt hat, dass Deutschland 700 Milliarden seit der Klimaänderung oder seit der Merkel-Diskussion in den Sand gesetzt hat, 25% vielleicht von unserem CO2 einsparen können, aber 75% hätten wir sparen können, wenn wir mit dem Kernkraftwerk weitergemacht hätten. Und dann hat mir der Herr Feld geantwortet, ja, also in Deutschland ist die Diskussion mittlerweile so weit, dass man also das Thema Kernenergie, das hat man also abgeschafft, also da wird nicht mehr drüber diskutiert, weil das keinen Sinn macht. Dann habe ich ihm noch eine andere Frage gestellt, habe ich gesagt, wie schaut denn das aus? Deutschland ist ein Industrieland, exportiert sehr viel. Sollten wir uns denn nicht an diesem neuen Thema beteiligen mit den BRICS-Staaten? Der zukünftige Arbeitsplätze, wenn man auch von Fremden, die ins Land kommen, die im Grunde genommen aus dem Bereich kommen, denen müsste man eigentlich Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Dann hat er gesagt, ja, das ist für Deutschland ein schwieriges Problem, weil wir haben erstens Arbeitskräftemangel, wir haben eine alternde Gesellschaft und es macht eigentlich wenig Sinn, sich im Ausland zu beteiligen. Meine Frage zu dem Thema, wir haben mittlerweile 30% Ausländer. Nach Angaben von dem Herrn Feld brauchen wir pro Jahr 250.000 Leute, die zuwandern. Das sollten aber dann Arbeitskräfte sein, die auch produktiv sind, damit wir unser Rentensystem aufrechterhalten können. Wenn wir jetzt in eine Phase hineingehen, wo also die geburtenstarken Jahrgänge, die gut ausgebildet sind, die einen hohen technischen Stand haben, wenn wir die jetzt in den nächsten 10 Jahren in die Rente schicken, was bleibt in Deutschland noch an Arbeitskapazität übrig? Können wir unseren Lebensstandard in der Höhe überhaupt halten? Wo gehen wir hin? Mit hohen Energiepreisen? Wenn BASF abwandert, wenn die Autoindustrie zur Hälfte zumacht und andere große Firmen, die sowieso Global Player sind, wo werden die hingehen? Die gehen doch dahin, wo die Wirtschaft drückt. Und in Deutschland bleibt dann nicht mehr viel übrig. Und die Frage ist, ob wir dann mit der Kernenergie noch weit kommen mit unserer Einstellung bei der Bundesregierung, da habt ihr hier eine große Frage sein. Dankeschön. Das war aber kein positives Schluss. Das ist doch nicht so positiv. Da müssten wir nach Finnland gehen, das wird zusammen gehen. Dann muss man nicht ausgiebig oder hingehen. Das hoffen wir, dass es nicht so kommt. Also, meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für die Diskussion. Leider fürs Thema Hintergrund ist nur geplatzt. Wirklich Dankeschön für die Rede auf Diskussion. Also, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ich hoffe, dass es so ein bisschen gefallen hat, dass es ein bisschen interessant für Sie war. Für mich war es ganz aufschlussreich, was Sie als so umtreibt. Das sind so Themen, die mich nicht so wirklich umtreiben, aber das ist ja gut so, jetzt auch mal wieder zu erfahren. Vielen Dank Ihnen. Thank you.